Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Ich bin euer Bluefire und heute auch nicht alleine, denn ich habe meine Kollegen mit dabei, den Rick und den Mitaro. Sagt doch gerne mal Hallo. 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 Ja, hi. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und mit mir auch zusammen natürlich diesen großartigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Park mal wieder vorzustellen. Wie gesagt, wir können nichts dafür, es sind Parkbewerbungen. Da müssen wir jetzt durch. Der Park heißt Kingdom of Coasters und der Name ist echt witzig, weil es hat ein sogenannter Druckluft-Detlef uns geschickt. Hm. Ich mag den Namen sehr, ist sehr lustig. Hat auch eine kleine Story mit drin, auf Englisch. Ich werde es mal kurz vorlesen, wie immer. This is my first ever created sandbox park with focus on nice coasters. The park has 7 themes areas. The whole map size was used. 19 coasters, 12 flat rides, 2 dark rides, 1 water ride, 3 transport rides. I used some Blueprints for scenery shops and some flat rides. Also, das ist aber ganz schön abwechslungsreich. Ja, fand ich jetzt auch. Für die, die jetzt nicht der englischen Sprache so mächtig sind, es ist sein erster kreierter Park, Freizeitpark tatsächlich. Finde ich schon erstaunlich tatsächlich für die Größe. Ja, da ist man schon ein bisschen dran. Da, also auf den ersten Blick sieht er doch gar nicht so verkehrt aus, muss ich auch sagen. Das Finde ich schon ganz cool. Okay, vielleicht hat er schon mehrere Parks angefangen und hat sich hierbei dann gedacht, so jetzt mache ich den komplett. Ja, 19 Achterbahnen. Also wir hatten ja schon bei der letzten Parktour Themus Adventure mit 25 Achterbahnen. da kommt wieder einiges auf uns zu. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben schon wieder natürlich Parkbewerbungen bekommen, aber natürlich seid ihr auch wieder gefragt, die gerne auch ihren Park auf unserem Kanal sehen wollen. Folgt uns doch gerne in Discord und dort gibt es die Rubrik Parkbewerbung, da könnt ihr euren Park gerne vorstellen. Und ganz wichtig wäre noch so ein Daumen nach oben und ein Abo wäre auch cool, weil es schauen uns sehr viele unsere Videos an, aber vergessen dann den Abonnieren-Button zu klicken. Es tut euch nicht weh, kostet euch kein Geld und uns hilft ihr dadurch ganz gut weiter. Also deswegen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Ja, wahre Worte. Wahre Worte, ja. Gell? Ja. Also, keine Scheu. Nein. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und weil das wird wieder ein grandioser, großartiger Park wahrscheinlich, der einiges in Zeit in Anspruch nimmt. Und es ist ziemlich warm tatsächlich. Und muss dann... Ach, bevor ich es vergesse natürlich, wir haben ja auch noch unsere Challenge. Die Anfrage dafür kommt oder ist... Einsendeschluss, sage ich jetzt einfach mal, ist Ende Mai. Gerne da auch mal im Discord reinschauen. Folgt uns da... Der Link dazu ist wie immer bei uns in der Beschreibung, genauso wie der Link auch von diesem Freizeitpark hier. Dort steht alles weitere auch beschrieben oder bei uns halt in der Community. Seid gerne dabei, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Sind schon ein paar Leute dabei, wir sind sehr gespannt und ja, dazu wird es natürlich auch noch ein Video kommen, wenn es nicht schon sogar da ist. Ich weiß es noch nicht. Also wenn es jetzt schon da ist, dann habe ich halt schon geredet. Aber dazu wird noch was kommen, auf jeden Fall. So, wir schauen uns jetzt mal hier so ein bisschen Backstage an. Hier ist ohne Scheiß, ich bin gerade extrem überfordert, weißt du? Es gab Infos. Ich bin gerade erst heimgekommen, direkt im PC, hier dran und mein Hören ist noch gar nicht da. Gut, ist er sonst ja auch nicht, oder? Ja, das sowieso nicht, aber... Mein Hören einfach gerade so, ich gehe einfach ausmachen, ist egal. Ja, genau, lass ihn mal labern, den Bluefire, gell? Lass ihn mal labern. Einfach zurücklehnen, genießen. Wird schon irgendwie richtig sein. Ja, ich bin gefühlt gerade 5 Minuten zu Hause. Ja, das ist der Eingangsbereich. Jo, da hinten ist nicht so viel, jetzt in dem Häuschen war jetzt nichts drin. Ganz schön viel Eisen hier direkt am Anfang.
und ein Megacoaster. Sehr viele, sehr hohe Stützen. Ja, sehr viele, sehr hohe Stützen. Und ich finde es aber cool, dass das hier tatsächlich so ein bisschen kreuzt über dem Weg. So ganz flach über die Gäste. Ja. Gefällt mir eigentlich ganz cool. Gut. Ist einladend, als wären wir mittendrin schon. Ja, 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 genau. Also da ist schon die Vorfreude, da kam sie gerade. Da ist die Vorfreude schon riesig, ne? Aber ich hatte Infostände als Tickets-Shop genommen. Auf. Müssen auch genug sein für den großen Park. Ja, müssen genug sein. Also Kingdom of Coasters. So, jetzt geht's los. Medieval World. Okay. Medieval hört sich ja schon mal richtig gut an. Hier erwartet uns direkt mal eine andere Achterbahn noch. Ich glaube, uns erwarten überall Achterbahnen. Ja, bei 19 Stück auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt einfach mal. So. Ja, okay. Hier kann man dann auch schön sitzen und die rasende Achterbahn natürlich hier, ja. Kann man ganz gemütlich sitzen. Ganz gemütlich kann man hier sitzen und ohne Probleme natürlich auch ein Handshake geben. Ja, kannst fast mit Leuten abklatschen, die damit, weiß nicht, 100 km/h ankommen. Aber schmeiß einfach dich mit und wei. Aber sieht ein bisschen nach Taming aus hier, ne? Ich glaube, hier kriegen wir was zu sehen während der Fahrt. Oder auch nicht, glaube ich. Weil wenn der da runterpäst jetzt, ich glaube, kriegst nicht viel gesehen hier. Aber wir werden es sehen. Die Senke erinnert mich sehr an Kernan irgendwie. Ja. Ist schon sehr hoch. Fehlt ein Element noch. Ja, da fehlt noch ein Element. Wir wollen nicht spoilern. Nee, nix da. Oh, guck mal, das ist so typisch, gell? Ja. Ah, so ein Karussell. Ja. Ich glaube, das baut jeder irgendwann mal, ne? Der erste Park ist ein guter Punkt, Platz dafür. Ich denke mal, das mit den Hecken meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, auch, ne? Aber auch das Karussell, ne? Meistens ist es das kleinere davon, ne? Das ist so meistens immer das erste Flatride, was man so baut, finde ich. Also irgendwie entweder Kettenkarussell oder hier das Ding oder irgendwas Gemütliches für den Anfang. Schon irgendwie das Klassischste von den allen, ne? Ja, ja. Ach, guck mal, das sieht doch hier hübsch aus. Schöner Blick. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Also gerade die Parks, die sehr viele Achterbahnen haben, neigen ja gerne mal dazu, dass die Thematisierung so ein bisschen hinten fallen zu lassen. Sieht ja hier überhaupt nicht so aus. Und das hier erinnert mich so ein bisschen beim Hansapark. Wie hieß nochmal die Achterbahn, die über das Wasser fuhr? Achso. Lange von Midgard. Ah, ja. Lange von Midgard, ja, genau. Ja. Das erinnert mich hier so ein bisschen daran. Cool. Gefällt mir. Sieht gut aus. Jetzt gehen wir schon quasi hier so in die Richtung, aber... Du kennst dich aus, ich hätte jetzt schon keinen Überblick mehr. Ja, ich habe keinen Überblick mehr. Ja, ja, deswegen mache ich das ja auch immer. Ja, sehr gut. Ich habe ja auch die Maus und Tastatur und. Ja, die habe ich auch hier. Und die macht. meine macht aber nichts. Komisch. Deine macht nichts? Ist schon wieder kaputt? Nee. Hast du schon wieder auf den Boden geschmissen? Zu viel Valorant. Zu viel Valorant gezockt. Komm, wir haben gestern 2 Runden gewonnen, ja. Das stimmt. Obwohl ich gestern ziemlich neben der Spur war, ja. Vatertag war eine schöne Tour. Hab ich den Rick schon erzählt. Ja, oh, ich war so fertig, ey. Das ist 13 Kilometer gewandert, Muskelkater am nächsten Tag und Flüssignahrung nur unterwegs gewesen. Ja, dementsprechend, ich bin alt genug, ich darf das. Falls einer fragt. Ja, ich dachte, du bist ja erst 17 geworden. Ja, ich bin alt genug. Hey, unsere erste Achterbahn. Und guck mal, passend. Wird nochmal für uns frisch gemacht. Ja, so, super. Unsere erste Achterbahn, Dragon's Couch. Ach so, übrigens, Druckluft, Detlef, vielen Dank für die Bewerbung natürlich. Und ich hoffe, wir werden hier natürlich auch alles sehen und mitkriegen. Und mitnehmen können, ohne Probleme, so dass wir nichts vergessen. Und wenn, dann tut es uns natürlich leid, aber bei so einem riesigen Park kann man auch schon mal was vergessen. Oder übersehen. Geht schnell. Aber wir sind ja heute zu dritt tatsächlich und beim Temo waren wir nur zu zweit und wir haben es wirklich sehr gut hinbekommen, sagt der Temo. Also von daher bin ich hier bei dem Park guter Dinge, wobei Mitaros Hirn ist noch nicht so ganz da, aber vielleicht kommt er gleich, ja. Hey!
Weißt du, bei Themus Park schon gemobbt worden und hier geht's weiter, weißt du? Das finde ich. Aber du bist heute dabei, das ist doch toll. Ja. Und, ja. Und sogar. Also nach Benetalia bin ich weg, das wisst ihr. Ja, ja. Wohin denn? Das machen unsere so Leiter. Nach. AidSense. AidSense. Das macht ja mal Zero Sense. Hey. Da müssen wir. Da müssen wir ja. Wie nennt man das nochmal? Oh, schön hier. Ich komme nicht drauf. Ich komme bestimmt. Aber der Park wird bestimmt 2 Stunden dauern. Bis dahin habe ich es. Oh, hier, schön. Wird mal ein bisschen feucht. Ein bisschen nass. Ein bisschen feucht, ne? Was denn? Das war echt schön. Alles gut. Guck mal hier. Oh. Ui. Der Drache beschützt was. Ja, so einen gibt es natürlich auch. Den wird nur niemand finden. Bist du selber schuld. Ja, das stimmt. Jetzt hast du schon gespoilert. Wenn man den findet, dann muss man schon ordentlich gucken. Aber da musst du schon ordentlich gucken können, dass du den findest. Aber dafür gibt es keinen Pokal. Ja, war doch eine richtig schöne Fahrt. Hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Bisschen. Ja, oder? Also von der Länge her, ich finde, man hat viel gesehen während der Fahrt. Deswegen war die Länge an sich so eigentlich okay. Wenn man überlegt, wir starten hier. Das war schon eine richtige Reise. War eine absolute Reise, ne? Das ist so auch dein Ding, ne, Rick? Wie, Reisen? Nee, ich meine hier durch das ganze Gebiet zu fahren. Achso, ja, ich glaube, das geht, glaube ich, nicht nur mir so. Nee, war echt schön, auch hier durch das Gebäude durch. War echt schön. Schöne Fahrt, schön, 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 schön. Cool. Das Details fand ich echt schön. Ja, war es auch. Muss man wirklich sagen. So, hier, Ausgang. Und, schade. Ich dachte, direkt der nächste Ausgang. Das ist der Ausgang. Auch schön eigentlich hier, dieses Stationsgebäude, ne? Ist interessant, ne? Schlicht und einfach. Habe ich noch nie gesehen mit den Treppen. Nee. Oh Gott. Dragon Hunt. Okay. Okay, du kannst gut lesen. Dragon Hunt. Du kannst gut lesen. Danke. Ich kann nicht lesen. Ja, ich finde diese Schilder so manchmal so schwer zu lesen. Ja. Aus dem Standardspiel. Wenn die, also gut, Dragon Hunt würde jetzt sagen, hier Drachenjagd, ne? Hier werden die Ritter alle vorbereitet auf den Kampf mit dem Drachen. Das macht ja Sinn von der Geschichte her. Aber wie passen die jetzt da rein? Ja, gut, die jagen, okay. Ja. Ja, okay. Die brauchen ja auch was zur Belustigung. Ja, haut schon irgendwie hin. Ist okay. Ja. Finde ich aber wieder gut vom Theming, ist es so. Ja. Es ist wieder eine kleine Geschichte hier. Genau. Ah, siehst du? Die sind zur Belustigung da. Tatsache. Aber ja, auch schön, ne? Wenn du wach bist, dann musst du auch ein bisschen belustigt werden, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, aber hier auch schön mit dem so, so eine kleine Burg, so eine kleine Festung. Halt. Mit der Flora. Genau, hier so mit dem, ach, Mann, was fehlen mir heute die Worte? In den Beeten? Nee, ich wollte eigentlich sagen, wegen der Terrasse quasi da in diesem Burg, dass man dann, was sieht man halt von dem Hauptweg gar nicht, ne? Wird ja interessant heute, das sind alle noch nicht so ganz da, kann das sein? Ja, es ist. Du meinst den von hier sieht man nichts. Ja, genau, den Burghof. Dankeschön. Danke, gerne. Bitte. Ups. Das war mein Fehler. Gespoilert. Oh nein. Das sind auch 4 Züge hier, ey. Crazy. So, den nehmen wir. Ja, bin mal gespannt, ob wir den Drachen finden. Oh, bestimmt. Da. Ich hab ihn. Der Lift ist schon steil, ne? Ja, ist schon übel steil, ja. Ist auch ganz schön hoch. Und hoch. Ah. Ich glaube, ich habe noch nie so eine hohe Achterbahn gebaut. Wer hoch fliegt, fällt tief. Meistens, ne? Boah. Jo. Ja, gut, geht eigentlich noch. Ende hoch. Ja.
Krass. Das geht einfach in ein anderes Gebiet rein, oder? Ja, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das geht einfach im ganzen Park rum. So Silver Star. Ja, ziemlich, ist halt ein sehr klassisches Layout, ne? Aber macht halt Spaß. Ja, diese ganze Hangtime ist auch gut. Ach, Hangtime. Airtime. Airtime, danke. Gerne. Aber schön smooth. Ja, ne? Also scheint sich sehr gut zu fahren. Ja, bisher auf jeden Fall. Überall das Feuer und die Drachen. Eieiei, das ist ja gar kein Ende hier. Auch jetzt. Das ist ja eine große Bahn. Ui. Boah, die Bremse ist schon hart. Die Bremse war ordentlich, ja. Ja, wir haben einen Drachen erlegt, da überleben wir auch die Bremse. Stimmt, mit dem Schwert haben wir das erlegt. Nee, war eine echt coole Fahrt tatsächlich. Und dass es auch noch in das andere Themengebiet reinging, das hätte ich jetzt nicht erwartet tatsächlich. Also ich glaube, gerade bei so großen und hohen Achterbahnen ist es gar nicht so einfach, das anscheinend zu thematisieren. Ist schon, ja. Hat schon funktioniert. Doch, auf jeden Fall, ja. Finde ich auch. Nee, war sehr, sehr schön. Und dann geht's schon ins Northland. Boah. Schlag auf Schlag hier. Das ist so, das Wort des Northland, das hört sich so ein bisschen nach Wikinger an. Ja, halt was Nordisches halt, ne? Das war jetzt ein Wortspiel. Ja, ist es auch. Das war ein Wortspiel. Oh, hier kommt sie direkt in eine andere Welt, gell, oder? Also, kommt nur mir das vor? Jetzt sind keine Steinhäuser mehr, jetzt ist altes Holz. Ja, aber das macht hier so die Linkskurve, weil hier siehst du ja noch nicht richtig was. Und dann kommt man hier hin und dann bist du direkt in einer anderen Welt. Flora ist ja auch ein bisschen anders, ne? Ist jetzt viel mehr Nadelbäume. Das stimmt schon, ja. Highlander. Wie passend. So ein Zufall. Oh, das ist eine Holzachterbahn. Wie passend. Aber hier auch cool. Die Q-Line hier mit dem hier, Wasserboden da, Achterbahn. Gott. Heute hast du es mit Namen. Also. Das war eine Nachwirkung von gestern. Ja, nee, eigentlich nicht mehr. Nee, es ist viel zu warm im Moment. Das ist bisschen viel. Ich habe überall das Licht hier links und rechts an mich blenden, der Monitor, alles heiß. Alles heiß. Ich habe einen kleinen Ventilator auf dem Tisch. Oh, schön. Ja, der ist jo. Angenehm gerade. Jo, glaube ich. Der Highlander. Auf geht's. Macht seinen Namen alle Ehre. Ja, cool aus. Auf jeden Fall, ja. Gut, Holzachterbahn kann man natürlich nicht viel falsch machen. Aber du kannst viel richtig machen. Das auf jeden Fall. Bestimmt auch schön beleuchtet, hat nämlich hier überall diese Laternen da stehen. Ja. Sehr gut. Auch hier an diese Stützen gedacht, den Tunneln, ne? Überall hier schon. Ja. Ich finde das auch cool, gerade was bei diesen so langen Bahnen, dass die halt trotzdem irgendwie abwechslungsreich bleiben. Ja. Ja, war echt eine Top-Fahrt, ey. Das war eine super Länge. Ja. Also, war eine gute Bahn. Richtig klasse. Ja, der Park hat es auch wieder in sich. Also, da werden wir nicht enttäuscht. Oh, schon die dritte Achterbahn von 19, gell? Batterie, keine Strichliste? Nee, diesmal nicht. Also wenn, dann du, oder? Ich hab doch letztes Mal nur für dich ausgeholfen. So.
Ah, von mir aus. Nee, musst du nicht. So, jetzt habe ich jetzt auf den Stempel. Ja, dann mach doch einfach. Ich mach jetzt einfach. Exit only. Auch schöne Gebäude hier. Schön gemacht. Wirkt doch einfach wie ein echt großer Bereich. Ich muss so ein Stift finden. Wenn du über diesen See da, wo du drüber geschaut hattest. Also bis zum Horizont so gefühlt ist Wikinger-Bereich. Ja, ja. Ist schon cool. Ist echt cool gemacht, ja. So in sich geschlossen thematisiert. Ja. Ah, schon schön. Gefällt mir sehr gut. Hm. Aber jetzt hat er auch gesagt, er hat ein paar Blueprints hier drin, ne? Jetzt wissen wir natürlich nicht, was. Also ein Park-Express. Und dann geht's hier zum Mountain Lift. Ach ja. Ach so, ja, ist wahrscheinlich das Ding. Jetzt hat er hier nochmal so ein... Da geht's dann oft in die Alpen hoch. Jo, wahrscheinlich, ne? Fliegen wir mal kurz mit. Hui. Einmal über den Wald drüber. Da hoch. Ach ja, ist noch eine Bobbahn. Rudeln wieder, rollt er runter. Nee, oder? Gott, wo geht er denn hier? Die fährt hoch. Das geht aber echt weit. Und hier. Ins nächste Tal dann. Also nächste. Okay. Nichts gesehen. Toll, hast du gespoilert jetzt. Ja. Aber noch ein bisschen für. Schlimm. Konnten wir da ja nichts für. Oh, auch hier wieder so ein kleines Plätzchen, ne? Schön gemacht. Hier direkt neben der Achterbahn. Wenn man hier so sitzt. Das ist aber auch ein Blick da bei dem. Direkt bei dem Drop. Ja. Kam mir gar nicht so steil vor. Nee. Der war schon gut, ja. Oh, schön. Schön gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also am Ende will man natürlich auch im Dunkeln uns den Park so ein bisschen anschauen, aber jetzt hier die ganze Zeit hin und her switchen, das mache ich jetzt nicht. Deswegen machen wir alles am Ende. Wobei hier ist natürlich übelst viel Beleuchtung. Das sieht sehr hell aus, ja. Ja. So, dann haben wir hier Njörd. 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 Ja, so wird es ein Wortspiel, ne? Njörd. Ja, mit einem Northland. Northland. Njörd. Dann haben wir hier schon... Das ist die nordische Version davon. Ah ja, perfekt. Dicker Skate. Ah, wie cool. Das, ich mag das ja sehr gern, wenn diese... wenn die Mitarbeiter da so ein kleines Häuschen bekommen. Ja, ne? Das ist auch sehr, sehr süß geworden, ja. Ist schön gebaut. Aber gibt's das Dach schon? Ja. Echt? Zum Spiel. Echt? Ja. Ach, das Märchendach, ne? Oder ist das was anderes? Ach, es ist schon vorgefertigt. Ach so, ah, okay. Ja, ich dachte auch gerade, hat er die Platten gerade selber alle da dran? Ja. Ja, dachte ich auch gerade. Ja, weil wir voll in diesem Custom-Ding sind. Deswegen denken wir das. Das ist ganz schlimm. Wir kennen die Teile vom Spiel gar nicht. Wir machen alles selbst. Ja. So, Njörd. Dann fahren wir den mal. Hört sich an ein bisschen wie Nerd, ne? Dann fahren wir mal den Nerd. Dann fahren wir mal den Nerd. So, wir springen hier vor und ab geht die Luzi hier. Komm, jetzt gehen wir richtig Vollgas hier. Los geht's mit dem Wikinger-Schiff. Ganz schön warm heute, jetzt können wir ruhig mal nass werden. Oh, ein Wasserfall. Das war schön, hat man jetzt nicht so gesehen, so ein bisschen, aber... Oh, jetzt geht's ab. Ui. Oh, schön gemacht. Oh, ja. Ja, erste Abkühlung. Schwung wir hier das Ding wieder vor. Und dann gehen wir in die zweite Reise. Du spulst? Echt? Sieht nein. Sieht so aus, ja. Oh, nein, hab ich nicht. Das war so schnell. Never ever war das so schnell da. Guck mal, jetzt hab ich Vollspeed. Ja. So, das ist normal. Ja, das sieht auch aus, das normal. Ich hab nicht vorgespult. Sah schon sehr schnell aus. Ui. Drei Drops. Jo, also da wirst du das. Mit Lava-Effekten. Okay. Sau cool. Schöne Brücke übrigens. Gefällt mir auch sehr gut. Hm, stimmt. Kriegt man richtig was geboten hier, ey, während der Fahrt. Das ist einfach so Geysire, dass das einfach das Wasser anfängt zu brennen. Irgendwie sowas, ne? Aber schön. Schöne Idee. Passende Musik. Hm, das sind viele Teile. Ja.
wirklich eine sehr, sehr schöne Fahrt. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken, wegen dem Wasserfall hier. Da. Ja. Das haben wir nämlich nicht so gesehen beim ersten Drop. Ach krass, wie steil das hier so ist. Da kann man noch gar nicht vor. Das ist so ein wiederkehrendes Muster bei dem Park. Ja. Aber so einen leichten Rechtsdreh am Anfang bekommen. Ja, das stimmt. Hier auch mit dem kaputten Boot dann, ne? Mit dem Schiff. Ja, ist schon cool. Wirklich schön, schön, schön. Ne, gefällt mir sehr gut, der Bereich, ja. Ja, Wichtiger ist auch ein gutes Thema. Ja, kann man auch gut bauen. Mhm. Mhm. Teile sind ja da. So. Alle dafür sind da, ja. Doch, Teile. Größtenteils. Wenn du Custom machst, ja. Ja, muss ja, ne? Custom. Oh, so, dann haben wir das doch auch schon mal. Das war jetzt die Achterbahn Nummer 4. Ich, ja. Oh, Thors Hammer. Und Bobsled. Ja, das ist wahrscheinlich die Bobbahn. Ja. Die ist ein bisschen... passt mal so gar nicht hier rein. Die steht da so alleine irgendwie, ne? Ja. Ich glaube auch. Ja, komm. Aber ich glaube, die gehört noch zum Dings. Meinst du? Zum Wikingerbereich. Oh, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Irgendwo muss der Eingangsbereich halt hin von dem Ding. Und dann heißt die Bobsled. Ja, gut. So. Also eher so Böbsled, ne? Böbsled. 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 Oh, aber hier auch schön in dem Berg drinne. Gefällt mir richtig gut. Total simpel. Aber was anderes, gut. Ja. Bist du schon direkt in diesem kalten Feeling, sag ich mal, wegen dem ganz blauen Licht. Ja. Genau. Das trifft's. Gut, ich spule vor. Ah, okay. Und hab normal. Sehr gut. Hey, oben hat's geschneit. Ja, schön. So schnell geht das. Das war ja beim Thema auch so, ne? War auch so der der Wing Coaster, wo der im Hotel war. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich glaube schon. Wo dann die Station auf einmal hinter einer Tür war von dem Hotel. Ja, doch. Ja, und dann ging das doch mit dem, mit dem Schub ging es dann hoch in die Berge rauf. Dann war auf einmal alles voller Schnee und... Ja, gut, du musst halt irgendwie da hochkommen, ne? Ja, klar. Aber was dann halt in einer komplett anderen Welt, ne? Unten war noch alles grün und dann... Mhm. Alles komplett cool, wieder dieses, anders. Mit einer Welt zu landen, ist immer ein cooles Gefühl, finde ich. Ja. Aber ich sagen muss, mir die ganzen Eiszacken, die tatsächlich so ein bisschen Angst gemacht haben, die waren so nah. Soll so. Aber das war's schon. Ja. Darfst halt nicht die Hände da oben schrecken. Oder du nimmst halt ein paar mit dann. Ja. Nee, war doch auch wieder eine richtig coole Bobfahrt. Ja. Bisschen Schnee. Ja, die war nicht wild, weil die hing nicht ein einziges Mal an der Ecke. Mhm, stimmt. Die war genau richtig. Genau. Hat alles gepasst. Nee, wirklich sehr schön. Guck mal, dann haben wir doch schon mal die Themenwelt fertig. So, dann ist da nämlich... Hier ist dann nämlich der Lift, ne? Wenn man dann von der anderen Seite runterkommt. Das ist von der anderen Seite richtig. Ja. Ach, guck mal, das ist richtig cool. Cool, richtig geiler Blick hier, ne? Gefällt mir richtig gut. Mit der Bobbahn hier so. Mhm. Ach, cool. Ich mag das. Da brauchst du nicht viel Theming. Das reicht schon, wenn du eine geile Achterbahn dahin baust und dann so thematisierst einfach. Fertig. Also, gefällt mir richtig gut. So. Ich muss auch sagen, ich finde das sehr angenehm, dass das alles so weitläufig ist. Ich habe letztes Jahr immer nur so enge Sachen gesehen und gebaut, dass das voll die angenehme Abwechslung war. Aber wie geil ist denn der Hammer? Ja, sieht cool aus. Das ist Custom. Oh, Custom. Das ist kein Toolkit. Nö. Nee. Das sind ja die diese Science-Fiction-Rohre hier, die der genau. Stab zum Festhalten. Genau. Dann hier die Zuckerwatte oder was da ist hier, diese... Ja, diese Eiszeug, ne, ja. Oh, richtig cool. Ist das Ding aus dem Workshop? Das kommt mir so bekannt vor. Kann sein, dass es aus dem Workshop ist. Ja, passt wirklich super hier rein.
Building 405, ja, weiß ich halt nicht, ne? Ja, passt auf jeden Fall saugut hier rein, ja. Auch ein schönes Gebäude tatsächlich, auch wenn es jetzt hier Blueprint ist, aber... Ja, ist ja unabhängig davon, sieht gut aus. Eben. Dann ist hier der Ausgang und... Lass mal einen Blick, wenn du rauskommst, ne? Wir gehen jetzt mal über die Brücke, ja. Jetzt mal hier über die Brücke. Nice. Coole Brücke auf jeden Fall, ja. Ja, wirklich schön. Das mit dem Feuer ist bestimmt ein bisschen unpassend, aber... Ist riskant. Ja, ist riskant. Aber muss ja kein echtes Feuer sein. Gibt ja, ja genug Alternativen. Genau, das stimmt. Aber jetzt ist hier alles so irgendwie... Jetzt sind wir im Dorf angekommen. Ist so eng alles so irgendwie. Ui, so eine Taverne. Sind wir dran vorbeigefahren, ja. Hier ist Shopping Center. Sieht so aus. Ah, die Häuser sind schon cool. Ja, finde ich auch. Was steht hier? Town Guard. Ist dann die nächste Achterbahn wahrscheinlich. Und wir gucken aber hier natürlich jetzt mal rein. Da gibt es ein paar Shops. Ein paar Luftballons. Welche? Ja, diese blauen mit dem weißen Ding oben dran. Sag ich dir. Das ist Dachteile? Ja, das sind Dachteile. Ah, von Dynasty Dach. China. China Dach. Ja, die Teile nutze ich so selten. Aber sieht gut aus. Oh, schon wieder. Da. Ja, die Dachkanten quasi von diesen China-Teilen. Ja, es ist eine gute Idee, ihn so zu nutzen. Ja, gar nicht mal so. Jetzt ist der Rick wieder auf eine neue Idee gekommen. Toll. Ja, klar. Bella Italia wird nicht fertig. Ich baue jetzt einen neuen Themenbereich. Du machst ihn nochmal neu. Und fängst Venedig nochmal neu an. Ich baue jetzt einfach noch eine zweite Etage in Venedig. Ja, genau. Und oh, das will ich sehen. Oh, nein. Ich will fertig sein. Ich will nicht mehr. Keine Sorge, wir nehmen das durch. Ja. Bei Pompeji baust du dann nochmal unten eine Stadt. Ja, genau. Ja, genau. Unten schon die vollständige Stadt noch, genau. Ja, genau. Ja, so wie Atlantis? Ja, nur unter der Erde. Das ist dann halt Pompeji. Ja, genau. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, coole Idee. Ja, absolut. Find ich Teile. Gut. Sieht man zwar nicht, aber Teile. Genau, Teile. Wir bauen nur auf Teile. Scheiß auf die Performance. Ja, nutzt viel Teile, benutzen perfekt. Oh. Hier klingelt's. Glocke. Die Glocke. Oh, da ist übrigens die Box für die Glocke. Da ist auch die Glocke. Mhm. Passt doch gut. Aber wieder hier sich was ausgedacht. Gefällt mir auch gut. Sich so ein paar Sachen auszudenken. Ich mag es, dass das Dach nicht fertig ist. Ja, ne? Hat was. Das macht die Station irgendwie sehr viel cooler, finde ich. Ja. Stimmt. Da ist aber schon irgendwie ein Pre oder sowas. Oder, gut, da ist der Lounge wahrscheinlich drin. Wahrscheinlich. Jetzt muss ich trotzdem warten, bis der Typ da weg ist. So, Pause. Jetzt machen wir hier zack, 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 zack. Nochmal schließen, nochmal so. Ja, das war jetzt. Ja, ey. Das war der Fall. Das war komplett geschlossen, einfach. Komplett weg. Habe ich jetzt auf. Nein, habe ich nicht. So, jetzt aber hier. Los geht's. Ja, wunderbar. Wir werden direkt abgeschossen hier. Oh, hier passiert auf jeden Fall was. Jetzt sehen wir hier nichts. Ja, da passiert auf jeden Fall was. Ah. Wir verbrennen gerade. Ja, hast du es gleich? Jetzt gleich habe ich es. Ja, wer weiß denn schon, wie hier die Knöpfe sind? Ja, woher auch? Ich dachte, man sieht ein bisschen mehr von hinten. War halt nicht gut. Müssen wir neu anfangen? Nee. Aber hier ist echt überall was, ne? Bei jeder Achterbahn bisher war immer irgendwas gewesen.
Ich finde es echt schön, dass überall so kleine Geschichten sind. Ja. Das ist eine Blumenbahn hier. Im Steinkreis, finde ich cool. Hab mal irgendwo eine Skizze gesehen, da war auch sowas dabei. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du greifst sehr weit vor. So Stonehenge-mäßig. Das kommt mir so bekannt vor. Auch die Kurve. Ja, war auch fast. Nee, alles gut. Wir wollen nicht spoilern. Das ist wirklich sehr weit in der Zukunft noch. Ja. Auf jeden Fall ist hier irgendwie verhext irgendwas. Da blitzt es. Da ist eine Hexe. Das sieht nicht natürlich aus. Ist jetzt die Frage, warum? Hier sind keine Texte, schade. Hätte mich jetzt interessiert, ob jetzt hier irgendwas mit den Blumen oder so was zu tun hat. Tja, immer mit Texten arbeiten. Vielleicht möchte dir dieses Geld, das vorher dich wiederbeleben. Dabei aus Versehen als in Brand gesteckt. Ach so. Ja. Ich find's aber auch cool, dass die ganzen Sonnenblumen sind. Ich habe echt lang niemanden mehr Sonnenblumen nutzen sehen. Ja, aber Sonnenblumen sind ja auch irgendwie nicht so cool. Also jetzt hier in dem Spiel, finde ich. Ich weiß nicht, bin irgendwie froh, sie mal wieder zu sehen. Okay, dann wenigstens einer. Hey, dann gehen wir mal wieder zurück über die Brücke, weil da hinten war ja noch diese Lost. Oder warte mal. Nee, wir gehen nochmal hier lang, weil ich wissen wollte, was hier. Geht's nochmal nach rechts? Mal gucken, wo wir da lang kommen. Und dann kommen wir hier nochmal Pirate Bay. Nee, Pirate Bay machen wir definitiv zum Schluss, denke ich mal. Ja, freut sich dich, der Metaro. Ja, und ich auch. Ach, hier ist auch nochmal die Bahn, ne? Das ist ja, so, sieht schon cool aus. So cool gemacht alles, ja. Hier ist auch nochmal eine schöne Brücke. Und ein bisschen Einblicke darüber. In den Adventure-Bereich. Und dann hier nochmal hier rüber. Zur nächsten Brücke, ja. Es ist wirklich so ein Fluss, der durch den ganzen Park durchgeht. Und jeder Bereich ist so eine eigene Brücke, die drüber geht. Ja, aber finde ich cool, ja. Finde ich echt cool, ja. Da sind wir ja vorhin drüber. Dann gehen wir mal hier lang. Zack. Ach so, das war der Ausgang von dem Tor. Hammer. Hammers Tor. Du musst links. Danke. Weiter und dann links. Hier links? Ja, da, genau da, ja. Da. Waren wir da hinten schon? Ja. Ich glaube schon, da war, glaube ich, die Station. Genau. So, Lost Jungle. Das ist auch so ein Thema, was ich mag. Wir waren noch nicht mal im Dschungel, ist auch so schon gelost gewesen. Ja. Wechselt auch direkt die Musik. Ja, ist ja direkt ein Dschungel hier. Coole Gebäude auch. Mit den ganzen, diese ganzen Details hier mit den Totenköpfen. Ja. Finde ich cool, ja. Auch hier ist wieder so ein kleiner Platz. Natürlich fährt die Achterbahn wieder hier lang. Ach, richtig cool. Richtig cool. Das mag Tempel, ich. Da kann man echt coole Sachen machen. Ja, das sowieso. Also das war das geilste DLC, was es überhaupt gab. Plus Horror. Also. Ja. Das sind einfach die besten Teile im Spiel. Muss man so sagen. Ey, du hast halt einfach allein durch diese Abenteuerwand, das hat ja schon gereicht, damit es das Beste von allen war. Ja, das stimmt. Eine Wand, die nicht im Grid ist doch super. Ja. Die Grid-Teile sind so ätzend, so nervig. Ja, es gibt Varianten, wie man bauen kann, dass sie nicht im Grid sind. Ja, aber schon, aber es sind lästige Sachen. Also, geht viel Zeit drauf. Aber hier auch mit dem... Ja, ist viel Trickserei. Mit dem Launch hier ist dann überall so Busch. Sehr interessant. Das ist oft so im Dschungel. Oder ist es eine Bremse, ich weiß nicht. Aber, ich lese mir nach dem Launch aus. Also, ich glaube auch. Wäre schon hart, wenn man aus diesem Drop da runterkommt und dann Bremse ist. Das wird der Ausgang sein. Ganz schön viele Mitarbeiter hier. Ich habe mich auch verwirrt. Meinst du? Ich weiß nicht. Kristallmine. Sieht sehr nach Ausgang aus. Was ist das Ausgang? Schon. Stand aber kein Schild.
Ihr könnt jetzt gar nicht sehen, wie ich grinse, ne? So richtig frech. Aber das sieht aus wie ein Eingang, oder? Mitaro? Yep. Ja? Ja, ein bisschen. Cool, könnte aber auch ein Ausgang sein. Könnte auch ein Ausgang sein? Ah ja, wir gucken mal. Ja, so brauche ich meinen Ausgang auch immer. Man weiß es. Das wäre doch mal eine richtig coole Sache. Überall so Eingangsschilder gemacht, aber eigentlich ist es der Ausgang. Oh, cool. So eine super richtige gute Idee. Q-Line gemacht. So richtig schön alles dekoriert. Der hat doch im Endeffekt auch gar keiner was von, oder? Nö, aber wäre lustig. Och, da könnte man einen bestimmten Mann ganz schön triggern mit, glaube ich. Ja, einen bestimmten. Ich nenne keinen Namen. Nö, wir wissen ja auch nicht, wen du meinst. Nö, auf jeden Fall. Ja, als Hobby. Kristallmine. Ich mag deinem Lieblingsachterbahntyp? Ich mag den überhaupt gar nicht, aber das wisst ihr ja. Also. Ich finde die Idee von dem Ding cool. Die Idee ist cool, aber es ist nicht mein. Ich mag sie nicht. Du kannst schon coole Sachen machen. Ja, ist ja okay. Kann jeder machen, wie er will. Trotzdem mag ich sie nicht. Das ist ein hoher Berg. Das ist doch voll in Ordnung. Das ist ein cooles Haus. Ja, und vor allem direkt in die Höhle rein, also richtig cool. Oh, mit Trigger. Dunkel. Mhm. Alles klar. Oh, okay, was kommt denn jetzt? Ja, da ging es tief weit nach unten. Ja. Da ist eine große Mine. Mein lieber Mann. Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nein. Wir arbeiten so Stück für Stück immer tiefer in diese Mine rein. Ja, und ich habe das Gefühl, es wird immer größer und länger. Was, die Kristalle meinst du? Nee, der ganze Tunnel hier. Ach so. Ja, der hat auch noch eine zweite Etage gebaut. Vielleicht mag er ja unter Pompeji eine Etage bauen. Also technisch gesehen ist eine Etage unter Pompeji. Ja, das stimmt. Es würde mich aber schon interessieren, was dann in der Mitte unten in diesem See oder was das war. Was ja, da gucken wir gleich mal. Weil während der Fahrt sieht man wirklich vor lauter Kristallen. Es ist schon ein paar Mal bei den Bahnen gewesen. Ne? Das ist ja eigentlich ganz cool von außen aus, aber während der Fahrt kriegt man das nicht so mit. Ja, das stimmt. Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, mich im Park zu orientieren, ne? Aber wo wir jetzt sind, weiß ich absolut nicht mehr. Ja, ich auch nicht, also. Das sieht eher tatsächlich aus wie so ein kleiner Teich einfach. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wir sind gerade eben nochmal drauf vorbei. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Achso. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Pixel das hier ist jetzt bei euch. Ja, alles gut. Ja? Ja, schon. Ja, gut. Okay. Funktioniert Nitro, ja. Nein, natürlich nicht. Wollte gerade fragen, hast du nicht Nitro geholt? Alles für die perfekte Parktour. Dann hole ich mir auch. Nee, kein Nitro. Ach, guck mal. Hier werden die Kristalle dann zermalmt. Coole Idee. Coole Idee. Ja, Achterbahntyp hat mir nicht gefallen. Aber er hat zwar gar nichts Verrücktes gemacht. Aber die Idee, also es war sehr überraschend, dass man hier reinkommt und dann direkt in diese Kristallmine, wie die Bahn halt auch schon heißt, logischerweise. Siehst du das? Das ist okay, endlose Mine. Ja, also es ist schon krass. Also hier kann man jetzt ein bisschen den Bahnverlauf sehen. Wahnsinn. Ach du lieber Gott. Was für eine riesige Bahn. Also da hinten ist die Station. Gut, ihr zwei seht die Maus jetzt nicht, aber die Zuschauer. Da ist die Station, da geht der Lift hoch. Dann geht's hier ab. Und dann hört's bei mir schon auf. Ich habe also hier, da geht's nochmal da runter.
Ganz schön weit runter. So, jetzt weiß ich nicht natürlich, wo hier dieser Teich ist. Doch, da. Da, ja. Ja, ist natürlich nur hier einfach ein paar Glühwürmchen. Mag ich. Machen wir mal die Bahn nochmal aus, dann hat das so ein bisschen mehr. Und hier nochmal eine Mine drinne. Ich habe das Gefühl, da wurde dieses Toolkit-Objekt entdeckt und es hat sehr cool empfunden und dann ist dieses ganze Ding hier entstanden. Ja, wahrscheinlich. Kann auch sein. Weißt du, was mein nächstes Problem ist? Wir finden es nicht mehr raus. Ja. Wie kann ich denn nochmal... Ich kann das so machen. Warte mal. Das testen wir jetzt mal. Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert. Attraktionen. Wo steht die Crystal Mine? Willst du dahin teleportieren lassen? Ja, mal sehen, ob es funktioniert. Ja, müsstest du bei der Station rauskommen. Crystal Mine. So, und? Nein. Ach, nee, krass. Das zeigt dir tatsächlich nur an, wo die Station ist. Okay. Gut. Noch nie ausprobiert. Ich dachte, du wirst zur Station gebracht. Aber scheinbar einfach zur Mitte der Bahn oder so. Ja, ich guck mal, wo der Lift. Hier, da ist der Drop. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Das sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Perfekt. Mitaro noch da? Ich bin noch da. Ah, okay. Alles klar. Ach, hier oben ist auch nochmal eine Mine. Guck mal. Kannst du von Station aus sehen. Ah, siehst du, ist mir gar nicht aufgefallen. Cool. Das ist richtig cool. Ja, schön, dass da noch eine extra Ebene noch drauf ist, ne? Ja. Das ist richtig cool geworden, ja. Gefällt mir. Also für den ersten fertigen Park richtig schön bisher. Also muss man wirklich sagen. Ja, also für den ersten Park ist das schon krass. Ja. Also schon... Bin da gespannt, was da... Es gibt viele erste Parks, die so gut aussehen, ey. Ja, aber weißt du, was das Beste daran ist? Die sich nochmal wagen, einen zweiten Park zu bauen, der wird nochmal besser. Ja. Das stimmt, ja. Ja, es ist Wahnsinn dann, ne? Was dann dabei rauskommt. Das ist schon krass. So, jetzt gehen wir hier lang, weil, ja genau, das habe ich nicht vermutet, dass hier dann Mountain Snake die nächste Achterbahn ist. Und hier haben wir dann nochmal einen kleinen Blick. Wow. Alter Schwede. Muss aber mutig sein, mich an den Zauner zu stellen. Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht so trauen, glaube ich. Nee, also, das stimmt. Das stimmt. Aber gut. Dann werden wir mal hier in Mountain Snake reingehen und gucken, weil was hier... Ja gut, ist klar, was hier kommt wahrscheinlich. Es ist eine Achterbahn. Ich gehe davon aus, dass wir auch wieder irgendwas einem Berg nähern werden. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht gibt es auch Schlangen. Vielleicht gibt es auch Schlangen. Ja, schön, schön bewuchert hier alles. Ja, richtiger Dschungel halt. Richtiger Dschungel. Und dann hier die Station. Total simpel, gehalten, fertig. Ja, reicht doch. Vollkommen. Absolut. Auf jeden Fall ausreichen. So, dann steigen wir noch. Wobei, wäre cool, wenn da noch irgendeine Schlange dran wäre, ne? Das wäre, ja. Gibt's ja, ne? Die Schlange, ich hab schon ein paar gesehen, ja. Ja, aber auch diese Animatronics-Schlange. Ja, die ist halt echt recht, die ist echt groß. Ja, das stimmt, ja. Ah, das ist ja viel. Ui. Okay, das hat schon was. Ja, absolut. Juhu. Oh, schön. Schön gemacht. Selbst gemacht, ne? Zweite Schraube. Und die erste auch, wo wir vorhin waren. War auch selbst gemacht. Oh, Fledermäuse. Oh. Das war schick. Ah. Oh, okay. Das ganz schön knapp. Ja, das sind ja geschlossen, die Wagen. Ja, gut.
überall Feuer, überall ist irgendwas. Also es ist richtig, richtig gut gemacht. Gefällt mir. Echt sehr coole Bahn. Auch wieder alles selbst gemacht hier. Ja. Mut zur Lücke, sagt man da. Sagen diese großen Bahnen da schon drauf. Absolut. Ich finde aber auch, wenn da jetzt nicht so viel zu sehen gäbe, weil die Bahn war ja echt lang jetzt. Und ja. Aber wenn es jetzt nicht so viel gäbe zu sehen, dann wäre sie natürlich wieder irgendwann bei ab der Hälfte, ab drei Viertel so, oh, jo, jetzt könnte sie mal fertig werden. Ne? Aber da so viel zu sehen war, das war eigentlich ganz cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es echt cool, dass der erste Drop nicht den ganzen Berg runter ist, sondern nur so ein Stückchen. Ja, also wir sind hier hoch. Das war ja aber auch Speed, ne? Ja. Alter. Ach, guck mal hier. Da ist ein Tempel. Ich hab den auch gerade. Riesiges Haus. Ja, ich hab den auch gerade erst gesehen. Hä, die hab ich gesehen, wo wir drüber geflogen sind. Wo? Über die Winterlandschaft da hab ich schon gesehen, dass da so ein Maya-Tempel steht. Ach so, okay, ja gut. Ja, ich jetzt nicht. Ich habe mich mehr auf die Bahn konzentriert. Tatsächlich. Aber hier oben eigentlich hätte man den ja eigentlich schon gut sehen können, ne? Man kommt hier hoch. Hätte man eigentlich schon ahnen können, hier wäre was. Aber habe ich auch nicht drauf geachtet. Da vorne war halt auch spannend. Eben. Ja, nee, hat sich, also Namen passt, hat sich durch den Mountain geschlängelt. Ja, auf jeden Fall. Boah, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ist ja ein großer Park. Haben wir noch was vor uns, ja. Groß ist er. Wobei die Bahnen ziemlich viel einnehmen für den, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, diese Bahnen sind alle wirklich echt groß. Ja, also die nehmen viel ein, deswegen, der Park ist groß, ja, aber es sind mehr oder weniger die Bahnen. Mhm. Also kommt es mir bisher vor. Oh, guck mal hier, ey. Das ist ja auch mal ein geiler Tempel hier. Sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ach, diese Bäume. Dieses Rad finde ich irgendwie faszinierend. Rad? Das oben drauf ist. Achso, ja. Das hier. Ja, okay. Ich weiß nicht so ganz wieso. Ich finde es sehr cool. 100 Objekte. Ja? Das sind nicht viele Teile. Brunnenbasis ist das. Ah, verstehe. Das ist auch eine gute Idee. Na cool, ja. Also aus Brunnenbasisteilen jetzt für unsere Community könnte man auch sowas hinbasteln. Ja, wenn du kreativ bist, kannst du sehr absurde Sachen machen, ja. Also, ne, das ist Planet Coaster Live. Also das sieht man an diesem Objekt natürlich wieder sehr gut. Ich erinnere nur an die Schilder, die aus Mülltonnen bestehen, ne? Also, ach, man kann da schon sehr kreativ mit werden. Shini, grüß dich. Der sieht ja geil aus. Der sieht echt cool aus, ja. Richtig gut, aber auch schön. Ja, ich sehe auch eine gewisse Inspiration für diesen Topspin, wo die herkommen könnte. Ja, ich auch. Aber kann man, glaube ich, keinem übel nehmen. Ist aber wirklich der Beste. Finde ich schon, ja. Du musst es wissen, ich bin das Ding nie gefahren. Ich auch nicht. Das ist ja mein Empfinden. Ich habe schon Leute sagen hören, auf der Kirmes, die wären besser, aber hey. Naja. Find ich jetzt nicht. Aber hier ist irgendwie eine Show anscheinend. Da ist irgendwas drin. Da steckt irgendwas drin in der Hand. Deswegen würde ich das gerne mal hier jetzt mal live sehen. Ja, wahrscheinlich Feuer. Und wir machen mal tatsächlich jetzt mal hier 22 Uhr und genießen hier mal die Show. Hoffen wir mal, dass eine da ist, ne? Tjo, da sehen wir jetzt. Sehen wir jetzt. Ich spule mal ein bisschen vor.
Ah, da war's. Sonst macht der Dicky da unten die Show. Das geht ja auch. Ja, ja. Weiß nicht, ob da jetzt nochmal was kommt. Ja, nochmal. Der Feuervogel. Der Feuervogel. Shinny hat Feuer gefangen. Mir gefällt die Figur. Finde ich cool gemacht. Mhm. Ja, geht mir auch so. Ja, das ist cool getimed, ne? Dass sie dann da stehen und dann das Feuer losgeht. Ist natürlich inspiriert 1:1, ne? Das sieht man direkt. Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes. Nein, um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht damit sagen. Ist ja auch gut so. Ich meine, man hätte den Topspin auch einfach so dahinstellen können, ne? Dann fertig. Hätte man auch machen können, ja. Wäre aber gut gewesen, wenn du es als Kritik gemeint hättest. Und dann guckst du unseren Park an, einfach komplett mit der Nachbau. Guck mal, das ist hier so ein Tempel und dann sind hier die Shops. Ist auch eine schöne Idee. Ja. Bäume da oben drauf. Schön Wahnsinn. Verwuchert. Und hier die Wände, ne? Abgetrennt. Zum nächsten Bereich. Man schön in der Thematisierung drinnen bleibt, wenn man da unterwegs ist. Okay, das ist auch lustig. Der Baumkönig. Was ist das? Das sind die Entschuldigung. Mitarbeiterräume hier unten und Arzt. Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt mit der Kamera, weil der Tempel da am Weg ist. Da sind die Gruselwurzeln da. Und so. Genau. Und die hat er einfach oben drauf gesteckt. Quasi. Mhm. Oh, cool, ja, coole Idee, ey. Das sind Inspirationen. Oh, ein schöner Brunnen. Mhm. Oh. Man lernt nie aus. Wirklich schön. Ja, cool. Dann haben wir hier Forgotten Temple. Forgotten Temple. Da geht's zu Pirate Bay. Wir gehen hier rein. Und. Ja, noch ein Tempel vor uns. Ich vermisse so ein bisschen einen Dark Ride. Waren nicht drei Dark Rides? Ja, irgendwann wird schon noch einer kommen. Oder drei. Ja, bei Tempel wird es ja anbieten, ne? Pass auf, jetzt kommt einer. Ha! Ach, als hätte ich es nicht hervorgeschworen. Ja, dann machen wir doch hier mal. Warte mal, ich mach doch noch erstmal. Dass die Tür wieder zugeht. Nee, ich mach hier noch auf 22 Uhr. Auf die Tür habe ich jetzt gar nicht geachtet, tatsächlich. Ich dachte mir nur, ich mach schon mal dunkel. Ich weiß nicht, ob hier ein Trigger drin ist. Ja, es geht vernünftig. Gib mir Spannung. Übrigens, ich habe aus privaten Bekanntenkreisen gesagt bekommen, ich sollte meine Kamera ein bisschen oder ich sollte mich ein bisschen größer darstellen. Ich hoffe, das ist jetzt groß genug. Ich entschuldige mich jetzt schon fürs Gesicht, aber. Nee, Quatsch. Also, schämt euch, ihr hättet ruhig was sagen können. Was ich hab da nichts gemacht. Ui. Ist schon. Gefällt mir schon alles sehr gut, was ich hier sehe. Fallen. Haben wir Schatzkammer gefunden. Mhm. Mit dem Wächter. Ah. Sie doch. Die Schlange. Ah ja. Das ist doch mal ein cooler Move. Ja, aber wirklich.
Kugel haut uns die Tür auf. Oh, jetzt müssen wir aber schnell verschwinden. Oh oh. Durch dieser Tempel voll Lava. Spinnen! Und da sind wir wieder. Sehr cooler Dark Ride. Ja, ja. Ist gut geworden, ja. Das stimmt. Also. Wieder 12 Uhr. Hat mir echt gut gefallen. Ja. Soll ich nochmal durch oder? Weiß nicht. Ist so viel passiert. Ist viel passiert, ja. Stimmt. Da muss ich die Bahn ja nochmal aufmachen. Muss man einfach mal mitfahren. Ich mach zuerst wieder hier. Soll ja schon ein bisschen Feeling dabei sein, gell? So, ich spule aber ein bisschen schneller vor. Auf jeden Fall ein sehr gut bewachter Tempel gewesen. Ja. Oh, alles gut getimed hier. Ja, es ist wirklich alles sehr gut. Und hier mit der Faust, das fand ich auch ganz cool. Ja. So ein Schockmoment. Diese ganze Interaktion, die man da irgendwie hatte mit den ganzen Elementen, ist schon echt. Ja. Schon top. Ja, ich habe eine Stufe schnell gemacht. Weil jetzt komm hinterher jetzt. Doch. Aber jetzt ein Normaltempo nochmal da durch, das wäre ein bisschen viel. Ja, haben wir ja gesehen. Aber das war echt cool hier mit, ja, dem, mit dem Hammerwurf. Kugelwurf. Das hier mit der Lava hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann sind wir schon wieder da. Wirklich sehr schön. Ja, alles daran war gut. Bitte? Alles daran war gut. Ja. Ja. War ein guter Dark Ride. Ja, auf jeden Fall. Bis zum 30.05. kann man sich noch bewerben. Das war eine Anspielung. Druckluft, Detlef. Ich mag den Namen. Ich mag den Namen so sehr. Druckluft, Detlef. Weil ich den Namen als die Bewerbung ankam und ich habe den Namen gelesen, ich musste so lachen, ich fand den Namen so cool. Druckluft Detlef. Fand ich witzig. Ja, bleibt auf jeden Fall hängen. Ja, auf jeden Fall. Der Name bleibt Programm. okay, hier ist nochmal eine Achterbahn. Ich weiß schon gar nicht, wie viele wir haben, aber der Mitaro macht ja Strichliste. Mhm. Und hier gehen wir jetzt irgendwo hin. Wild West, okay. Ja, 5 Achterbahnen haben wir. Ich weiß nicht, ob der jetzt dazu. Ich glaube, die zählen nicht als Achterbahn. Das war irgendwie Fahr. Ja, aber. Irgendwie sowas hier. Es war am Anfang ja separiert. In der Beschreibung. Forgotten Valley und Temple Wheel. Und schauen wir uns okay, das erstmal. Temple Wheel, das kann ich mir vorstellen, was das ist. Ja. Und. Ach du Scheiße. Sehr große. Oh. Aber schön eingepackt. Ja, ne? Richtig schön. Also das Ding sehe ich auch echt selten thematisiert. Weil das Problem ist, da gehen auch halt keine Leute rein, irgendwie, keine Ahnung. Ich kann das Ding gar nicht bewegen. Warum? Ich, keine Ahnung. Ich hätte den Gamer woanders hingestellt. Ah, okay. Jetzt kann ich ihn kaputt bewegen. Wollen wir nur das Ding mal angucken. Riesenrad. Stellen wir mal dahin. Können wir gleich da stört's keinen. Ja, können wir gleich zurückstellen. Keine Panik. Richtig cool. Mhm. Auch so viel Mühe gegeben für das. Habe ich halt so noch nie gesehen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Noch nie ein Riesenrad im Freizeitpark gesehen. Nein, diese Thematisierung, Mensch. Ja, ich weiß. Das passt aber auch voll gut, ne? Weil das hier gehört ja, also ihr seht es ja nicht. Und das hier gehört ja zum Riesenrad dazu.
Hier diese Stangen und alles. Und das passt halt voll gut da rein. Sehr hübsch. Gefällt mir. Ja. Gefällt uns. Oh, gefällt mir. Gefällt mir auch. Dann gehen wir mal in die Valley rein. Das ist doch noch bestimmt die Achterbahn. Valley. Valley, Valley, Valley. Ja, bestimmt. Und es ist auch schön, dass hier auf verschiedenen Ebenen gebaut worden ist, ne? Ja, ist top. komm, ich habe schon ewig nicht mehr gesagt. Alles gut, ich hab's auch eben ein bisschen angespielt. Ja. Ich bin nicht drauf eingegangen. So, nächste Achterbahn. Steil hoch, steil runter. Ich glaube, die erste Achterbahn, die ich in diesem Spiel gebaut habe, war, glaube ich, dieselbe Achterbahn, Typ mit derselben Farbgebung. Ja? Ich glaube schon. So warm, ey, die Lampen. Oh. Da war was drin. Kleiner Altar. Hier ist so einiges drin. Auch wieder hier jede Menge Theming da hinten. Alter Schwede. Hui, jetzt kommt das Valley. Ist auch cool, dass er die Bahn dann doch so gebaut hat, dass die Objekte nicht einfach so irgendwo stehen, sondern man wirklich da dran vorbeifährt, ne? Oh, cool. Die Schlangenhöhle. Okay, jetzt geht's wahrscheinlich in die Station rein, ne? Ja. Ja. Okay, ging halt nicht anders, ne? Ja, gut, ist ja okay. Hier ging es mehr ums Theming. Doch, war da wieder wirklich eine sehr solide Bahn. Waren so ein paar Blicke drin, die echt cool waren. Ja. Ach, da unten ist auch nochmal das Ding. Ah, okay. So, wir sind hier runter und dann da rein in die Höhle und dann da wieder raus. Irgendwo wieder raus. So, dann haben wir hier wieder dieses... Ja. Ja, genau das. Und das Brunnenrad. Hier, das hat man jetzt nicht so wirklich gesehen, außer wahrscheinlich Mitaro. Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Ist aber cool. Ja, so ein kleines Tiki-Dorf. Ja, sieht gut aus. Auch cool, ey. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das Tempo hat auch gut gepasst hier, dass man hier nochmal so einen kleinen Hop macht. Über die Schlangengrube drüber und dann weiterfährt. Fand ich cool. Hier gibt es echt viel zu sehen, mein lieber Mann. So, dann haben wir hier auch die die Meerjungfrau. Ja, ich dachte schon, da ist eine Prinzessin drin. Eine bewegliche, meinst du? Oder? Der Prinzessin Taro habe ich gehofft, aber heute wohl nicht. Heute nicht. Oder noch nicht, ich weiß nicht. Oh, vielleicht kommt sie noch. Vielleicht. guck mal hier, Baumhaus. Oh, wo kommt das denn her? Voll cool. Auch hier mit der Leiter, stark. Ja. Ja, hübsch, ja. Das ist doch mal cool. Ein Baumhaus, wie cool. Der Park fasziniert mich wirklich. Also, das ist echt cool, ey. Ein richtig schöner Park. Muss man wirklich lassen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier den verlassenen Tempel. Ja, kurz dann vorbeigesaust. Mehr haben wir gar nicht davon gesehen. Nicht viel, ne? Oh, das Krokodils zu Hause. Das ist ein ganz schön großes Krokodil oder ein sehr kleiner Tempel. Oh, also, ist halt die Hundehütte, ne?
Naja, wirklich schön. Die Fahrt war auch super. Mhm. Auch wieder so eine eigene Welt. Ja, ja. Waren drei Achterbahnen im einen Bereich. Ja, genau. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Gehen wir hier wieder raus. Ja. Dann ist hier raus. Ja, ich habe die Figuren da wieder gesehen. Da, ich war hier abgelenkt. Da, hier mit diesem Forgotten Valley. Habe ich gemerkt, ja. Ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ihr könnt das Gesicht ja nicht sehen. Das seid ihr selber schuld. Kannst ja auch livestreamen. Nein, kann ich nicht. Geht das? Weiß ich gar nicht. Es geht bestimmt auch irgendwie. Ja, aber jetzt ist es zu spät. Retro für. Also abonnieren. Wir sind im Wilden Westen gelangt. Jo. Ja. Das sieht aus wie Wilder Westen. Da kannst du jetzt auch was dazu sagen, ne? Du baust ja gerade selber so privat. Ja, ich baue ein bisschen selber, ja. Meine Westernhäuser. Aber mir fehlt noch eine Kirche. Hier kann ich mir ein bisschen was abgucken. Guck mal. Ja, wenn das nicht die klassische Kirche ist in so einem Westerndorf. Also ja, ja, genau. Mit anschließendem Friedhof. Perfekt. Ja, ich bin auch so ein bisschen was am Bauen. Oh, da kommt was. Da kommt was rechts, rechts. Oh, klickel, puff. Oh, oh. Oh, cool. Oh, nass bist du. Willst aber nicht Alter, hinsetzen. Da bist du aber richtig nass. Ja. So, bei dem Wetter. Bei dem Wetter kann man nass werden. Ja, es ist, ja, im Western ist immer warm. Da waren nur ein paar hundert Liter, die auf dich drauf gehen. Aber ja. Ja. Das glaube ich mir erst ein bisschen nass werden. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen. Boah, hier muss ich sagen, hier sieht es ein bisschen. Ein bisschen näher aus, ne? Ja, ein bisschen kahl, ja. Ja, bisschen. Mountain Loop. Ah, der Klassiker, ne? Mhm. Irgendeinen Felsen reingebaut, aber auch wieder schön. Trotzdem. Sieht man sehr häufig, dass das irgendwo reingebaut wird, aber gefällt mir auch sehr gut. Es bietet sich auch gut an. Ja, absolut. Das stimmt. Das kriegt man ja wirklich mit relativ wenig Thematisierung zum gut aussehen. Das stimmt. Das stimmt. Das ist nicht viel Arbeit. Haben wir hier noch so ein paar Shops. Ist der vom Spiel? Ja, ja. Echt? Ich meine schon. Echt? Herd. Ja. Das ist ein Herd. Nee, das ist nicht vom Spiel. Kannst du mal Herd eingeben? Herd. Szenerie. Nee, bei Szenerie muss ich wenden. Eigentlich weiß der Meteoro sowas. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber anscheinend tatsächlich schon. Tatsächlich ist vom Spiel. Herd. Ja, ich habe mir das auch nur gemerkt, weil ich das Ding mich auch schon über das Teil gewundert habe. Okay, krass. Also seht ihr. Wir wissen auch nicht immer, dass das Teil dazu gehört oder nicht. Hätte ich jetzt alle, echt nicht fast alle können. Teile, aber da war ich mir auch nicht so sicher. Ja, also der Meteoro kennt da wirklich fast jedes Teil. Der weiß auch, wo das ist. Vorne, links, Mitte, musst du runterscrollen. Gib mal das ein. Aber hier auch schönes Bild, ne? Ja. Und hier Custom. Ja, ist aufwendig. Oh, Custom. Na, da ist es. Ich sehe ganz viel Arbeit da drin. Ei. Hätte ich keine Lust drauf. Aber ganz ehrlich, das macht das Bild aber auch wieder, ne? Das sieht man. Ja, das macht richtig viel aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind auch nochmal. Die Ölbohrtürme. Ölbohrtürme. Türme. Da kann ja nur ein Boomerang eigentlich dabei sein. Und da hinten ist noch ein RMC. Ja, kommt noch ein bisschen was. Oh, so, auch wieder ein richtig großes Gebiet. Na gut, dann starten wir doch mal hier. Und zwar hier rechts. Guck mal, da fährt die Achterbahn noch vorbei. Voll cool. Reicht schon, ne? Mehr Teaming brauchst du nicht. Öldriller. Oil Driller. Ach du lieber Gott. Na gut, ist nur Q-Line. Tatsächlich. Bisschen was drin, ja. Das ist aber cool, dass die Bahn da auch durchfliegt. Also hier ist ein Eingang. Das ist der Ausgang. Okay.
Das ist, glaube ich, die Boomerang, von dem wir gerade... Das ist die Boomerang, ja. Okay, dann geht's darum. Es ist recht simpel gebaut eigentlich, aber es klappt. Das sind nur zwei Achterbahnen auf jeden Fall. Ja, ja, diese Minenbahn fährt ja auch durch. Genau. Ja. Da ist er, ja. Och je. Du hast eine falsche Bahn, ne? Ich seh's grad. Immer noch. Ah, den gibt's ja nicht. Jetzt hab ich sie. Komm, put. So, dann steigen wir rein hier. Oh, viele Leute beschäftigt. Ja, sehr die wurde da schon ein bisschen was aus. Ja. So, let's go. Juhu. Howdy. Cooles Element. Und das Ganze nochmal direkt weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, wenn du oben bist. Kannst du einstellen, wann. Wenn es viel loslässt, ja. Okay. Ja, ein Terror weiße Waffe natürlich. Ja. Überall die Minenarbeiter. Oh, wirklich coole Elemente dabei. Sehr interessant. Mm. Also nicht so dieser klassische Boomerang, ne? Den man ja so kennt. Ja, klassisch war er wirklich nicht. Und hier oben ist er auch nochmal was gebacken gewesen. Ja, das sehen wir ja alles also nicht von der anderen Bahn. Nee, nicht wirklich. Aber die schlängelt sich auch dann hier überall durch, ne? Das ist schon... Also so eine Hälfte von dem Gebiet ist so Wege und Thematisierung. Die andere Hälfte vom Gebiet ist die ganzen Achterbahnen ineinander irgendwie. Ja, das ist umfahren. Verrückt. Das ist super verrückt. Ich freue mich schon auf die andere Bahn. Mal gucken, wo wir die finden. Bin mal gespannt. Ich auch. So, erstmal hier wieder zurück. Das sieht gut aus. Ach, hier fährt die auch nochmal lang. Guck mal. Mhm. Cool. Hat auf jeden Fall was. Da die fährt, glaube ich, wieder überall lang. Die fährt wieder überall lang. So. Dann sind wir wieder auf dem Hauptweg zurück. Und dann haben wir hier Exit. Und Mine Train. Siehst du, das wäre jetzt hier wieder verwirrend, oder? Man könnte auch meinen, die Bahn heißt Exit. Ja, mal, die Idee gefällt mir. So eine Bahn rund um das Thema Exit. Ja. Mahoney Mining Company. Warum Mahoney? Warum? Warum nicht? Mahoney, der Name erinnert mich immer an Police Academy. Mahoney! Das war immer der nicht gemochte. Ja. Obwohl das immer der gut war. Ist es bei den anderen waren auch schon so gewesen, dass die Mitarbeiter eingefärbt waren hier? Weiß ich nicht. Auf solche Details achte ich nicht. Ich habe es gerade entdeckt, fand das cool. Ach je. Okay. Okay. Sind auf jeden Fall drei Lifte. Mhm. Aber sind das noch drei verschiedene Achterbahnen? Nee, es müsste alles dieselbe sein. Nee, es müsste alles dieselbe sein jetzt. Okay. Weil da keine Dummies waren, deswegen. Dummies, verschwunden. Naja. Ein recht langer Zug auch, finde ich, oder? Ja. Und? Ach, für die geht's aber. Ja gut, doch. Für so zwei, drei Wagen mehr zu viel dran, finde ich.
Ja, ihr müsst ja bei der Länge ganz viel Kapazität irgendwie mitnehmen. Wahrscheinlich, ja. Auch wieder ein Geschlängel halt hier überall durch, ne? Kriegst du wieder nicht so viel mit, aber überall Custom auch eingebaut. Das ist richtig, richtig schön geworden, die Bahn. Sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe. Das ist eine richtige Erkundung im Prinzip durch das ganze Gebiet. Jetzt weniger Action. Ja. Ja, mehr eine gemütliche Fahrt. Guck mal, die Dummies sind wieder da. Ja. Ist tatsächlich die eine und dieselbe Bahn. Vermutlich jetzt. Ja. Was haben wir denn jetzt? Stunde 20. Ja, mit Haro hast du noch Strichliste gemacht hier. Wie viel Bahn haben wir denn schon? 7. Ah, das okay. Das kann nicht sein. Doch, wir haben erst 7. Erst 7? Oder außer ich habe eine vergessen, dann hätten wir 8. Kommen ja noch 12. Mit den Dark Ride, mit den Oldtimers wären es dann theoretisch 9. Zählt die Wasserbahn auch? Die Wasserbahn zählt auch. Aber die habe ich aufgeschrieben da hinten. Ja? Die Wasserachterbahn, ja, die habe ich aufgeschrieben. Hast du separate Strichlisten gemacht für Achterbahn, Wasserbahn und Dark Rides? Ne, bei den Oldtimer war ich mir jetzt nicht sicher, aber die anderen habe ich alle aufgeschrieben. Okay. Ah ja. Ja, ist halt so. Ich habe sowieso mit 2 Stunden gerechnet. Großer Park, wird's auch wahrscheinlich. Ja, weil ich, also jetzt so, also was heißt 2 Stunden? Zuerst habe ich auch gedacht so, oh Gott, wieder so ein riesiger Park wie beim Temo. Was jetzt nicht falsch rüberkommen sollt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Achterbahn wieder einfach die Länge ausmachen. Ne? Also die Bereiche sind so eher kurz gehalten, die Wege. Aber dafür sind die Achterbahnen halt extrem lang. Ja, da fährst du schon mal 2-3 Minuten. Ja, also hier fährst du jetzt 8, aber... Jo, solide halt, ne? Fährt einmal komplett durch den Berg durch und aber war einfach viel zu lang, tatsächlich. Alles klar. Was ist denn der verabschiedet? Der ist beim Popschutz weggeflogen. Dein Popschutz? Ja. Ist reingebissen, oder was? Nee, ich hab hier von so einem Schoko-Osterhasen, da war so ein kleines Kettchen dran, das habe ich ja drumherum gemacht, das habe ich gerade abgemacht. Da ist der mit weggeflogen. Hoffentlich hat sich keiner von euch erschreckt, liebe Community. Entschuldigung. Also ich habe mich schon erschrocken. War schon ein lauter Knall, ne? War jetzt gar nicht so angedacht. Ich habe davon gar nichts gehört. Da ist schon einiges los hier auf dem Berg, ne? Ach, lieber Gott, das sieht man ja gar nicht. Sieht man fast alles gar nicht, ne. Schade eigentlich, ne? So ein ganzes Theming gebaut, ne? Ja, wäre vielleicht so ein kleiner Tipp, ne? Sagen hier, wenn du so viele coole Sachen baust, dann stell die an Stellen, wo man irgendwie drauf zufährt, auf einer Geraden oder so. Ja, das stimmt schon. Aber was ich sehr mag, ist, dass die Bahn hier so in den Felsen eingearbeitet worden ist, damit die Stützen weg sind. Ja, das mag ich auch mal sehr gern. Und dann tatsächlich hier aber wieder die Stützen sind, weil die hier frei in der Luft sind, ne? Also das ist echt sehr gut drauf geachtet worden. Gefällt mir sehr gut. Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach nur dahin geklatscht. Das ist schon Gedanken bei gemacht worden. Hier kann ich mir vorstellen, war keine Lust. Ah ne, Quatsch, das ist ja die andere Achterbahn. Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Custom Support sind ja auch einfach sehr viel Zeitaufwand. Ja, absolut. Mhm. Nee, wirklich sehr, sehr schön. Schönes Theming. Aber viel zu lang. Sorry. Aber das war viel zu lang. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon eine kurze Bahn im Park? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, nicht wirklich. Ja, vielleicht der Boomerang, ne? Bandit Raid. Das wird wahrscheinlich die Wasserbahn sein, ne? Die gehören, glaube ich, zu. Also, ja, sieht nach Wasserbahn aus.
Wasserbahn gehört zur Achterbahn, meinst du? Ja. Was haben wir denn hier? Burkes Remedies. Burkes Remedies, Tonics, Elixirs, kurative Potion. Potion. Potions. Potions. So, wir haben ja schon von außen gesehen, hier passiert einiges. Oh, jetzt kommt auch noch mehr. Guck mal. Schön versteckt. Versteckt da hinten. Kleiner Saloon. Oh, so ein kleiner Saloon. Habe ich auch gebaut. Ja, sieht ein bisschen anders aus. Sieht ein bisschen anders aus, aber gut, das ist auch eine Station. Ja. Schnell. Hallo. Ah. Das ist der Start? Das ist nicht der Start. Natürlich. Nochmal. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Trigger drin. So. Oh, könnte doch der Start gewesen sein. Das ist der Start. Hab ich dir nichts gesagt? Ist in Ordnung. Wahnsinn. Richtig cool, ne? Bist direkt überrascht. Die leben richtig unter Tage. Ja. Tja, ich weiß halt nicht, ob hier irgendwas noch passiert. Aber in der Wasserbahn weiß man das halt nie. Boah, ey, diese Lampen, ey, die brennen mir das Gesicht kaputt. Okay, hier stehen auf jeden Fall ein paar Banditen. Ja, die rollen gleich den Stein da runter. Er schubst jetzt den Roll. Pass! Okay. Das kriegt man jetzt nicht alles mit, ne? Da, wenn du jetzt rüber gehst. Ja, es rollt dieses Ding gleich, da runter. Kommt gleich nochmal an. Ja, genau. Jetzt werden wir nicht nass, weil wir ganz vorne sitzen. Das ist gut. Haha. Ja, schön. Schöne Idee. Können wir uns ja nachher nochmal von außen angucken. Oh, hat man nochmal einen schönen Blick, ne? Auf das, was wir schon erlebt haben. Im ganzen Park. Gibt echt einige Momente hier in dem Park, wo man über den Rest überschauen kann. Das ist alles da noch vor uns, ey. Uff, okay. Ja, ich glaube, drei Bereiche haben wir noch. Das wird anstrengend. Dich ist uns wegschmilzt. Nee, das denke ich nicht. Da kommt ja noch Feuer raus. Ach so, das ist dieser Loop. Der Bohrturm war das. Die Brücke gibt's nicht mehr. Banditen sprengen hier alles. Keine guten Intentionen. Also gefällt mir richtig gut, dass hier tatsächlich überall was passiert. Also. Richtig geschossen. Ach, hier wird hier, guck mal, hier wird geschossen. Richtig cool. Mit dem Bücken. Ja. Ach, cool gemacht. Ja, die wurden hier von Banditen überfallen. Also sind ganz schön viele Banditen unterwegs. Ja. Oh, da ist was Gruseliges, glaube ich. Ja, das könnte der nächste Dark Ride sein. Ich muss mal gerade nochmal schauen. Zwei Dark Rides. Und ein Water Ride. Okay. Aufnahmen läuft noch alles? Das wäre jetzt blöd, wenn nicht, ne? Stunde 29 läuft. Geil. Richtig geile Wasserbahn, muss man wirklich sagen. Also. Richtig super, ey. Das sind die Banditen. Wir haben uns schon am Anfang begrüßt. Ach, hier kommt auch noch der RMC-Coaster. Entlang. Ja, das müssen wir uns jetzt nochmal hier so ein bisschen genauer angucken. Bandit Raids. Ja, das passt ja tatsächlich ganz gut vom Namen. Ja. Hier sind die bestimmt auch zu Hause, die Banditen. Könnte gut hinkommen, ja.
Ach so, guck mal, die schleppen das Zeug hier hoch. Ah, cool. Coole Idee. Jetzt ist die Kugel leider schon weg. Aber der Wagen steht noch. Der Wagen jetzt steht noch. Da noch mit dem Feuer und allem, ne, richtig gut gemacht. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ist viel getriggert. Sehr, sehr cool. Aber mit der Kugel, da passiert jetzt nicht viel. Der knallt nur da unten gegen das Windrad, oder? Ja. Ja, wenn sonst nichts ist. Jetzt kommt leider keiner hoch. Wir schauen aber hier mal weiter. Hier wird ja noch die Brücke gesprengt. Da steht er mit dem TNT-Fass. Ah, cool. Ach, guck mal hier, die Leitung. Alles gedacht. Stark. Richtig stark. Also an deren Stelle wäre ich jetzt ungern der Typ, der links neben der Brücke steht. eigentlich ja. Total doof, mit dem Fass ja. In der Hand. So. Du müsstest eigentlich das Haus aber mitsprengen, oder? Ja, cooler Effekt. Auch, dass er sich hier gebückt hat. Fand ich richtig cool. Dann kommen wir hier noch zur Schießerei, aber gut, das konnten wir ja eigentlich alles gut sehen. Ja. Denk schon. Schön, schön. Schön gemacht. Wieder mal sehr schön. Also wirklich ein sehr schön thematisierter. Also was die Attraktion angeht, sehr schön. Hier und da sind immer ein paar kahle Stellen, wobei jetzt hier beim Western-Bereich eher wie jetzt bei den anderen Bereichen. Ja. Rodeo. Das könnte eine Achterbahn sein. Könnte. Könnte AMC sein. Auf jeden Fall, bietet sich schon an. Auf jeden Fall schlängern wir hier durch. Und jawohl. Das ist er. Ja, ich muss sagen, Rodeo wäre jetzt nicht der erste Name, der beim AMC in den Kopf kommt. Tja, das stimmt. Ja, unser erster AMC kommt ja noch, ne? In Walibi Holland. Ist nicht mehr weit hin. 5., 6. und 6. 6. Halt durch das Datum fest. Da sind wir auf jeden Fall da. Im Kalender steht's drin. Kalender steht's drin. Noch gute 3 Wochen, ne? Jo, wir freuen uns schon, gell? Ja, auf jeden Fall nochmal. Dann mach ich Plan noch, was wir dann. Müssen ein bisschen Videos vorproduzieren. Ein paar Videos vorproduzieren, warum? Warum? Also das eine zumindest für die Woche dann. Wieso? Wir fahren Mittwoch und Donnerstag. Ja, okay. Haben wir noch Zeit bis Sonntag. Es sei denn, du wolltest den Vlog dann bis Sonntag fertig haben. Also ja, ich kann den gerne bis Sonntag fertig machen. Ja, aber dann sieht er aus wie ein Hund. Ja, ja, genau. Nee, also ich kann ihn auch gut fertig machen. Es ist halt nur nicht definiert, welcher Sonntag, ne? Ach so. Das stimmt. Gib mir so ein paar Sonntage, dann mache ich ihn fertig. Du hast auf jeden Fall Zeit. Soll ja ein vernünftiger Vlog werden. Ja, das ist sowieso. Ja, fast wie Urlaubsvideos, Mensch. Schon, ne? Also, wenn ihr unsere anderen Vlogs noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal bei unserem Kanal weiter reinschauen. Phantasialand, Hansapark, waren wir schon. Dieses Jahr geht's zum Walibi Park. Jedes Jahr ein neuer Park. Jedes Jahr ein neuer Park. Und nächstes Jahr wissen wir noch nicht. Steht noch nicht so ganz fest zu 100%. Das wissen wir nächstes Jahr. Spätestens. Aber hier. Ungewünschtes Layout ganz gewesen, schön, ne? Ganz schön wilde Fahrt, aber auch. Fand ich. Ja. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit RMCs. Aber das kam jetzt recht. Jetzt hier vom Fahren her, vom Fahrgefühl her, fand ich es ziemlich. Wie sagt man? Aggressiv. Ja, ich hatte dann unorthodox gedacht, aber ja, passt auch. Und mir gefällt das Gebäude, was hier einfach so mittendrin ist. Ja. Ist zwar nichts drin, aber das Gebäude, das passt hier voll gut rein in das Ding. Schon. Stark. Guck mal, da könnte was drin sein. Könnte was drin sein.
So, hier ist der Ausgang. Exit only, ja. Ja, wunderbar. Gut. Park Express. Und dann sind wir schon im Cursed Land. Und da kommt uns schon der Wing Coaster entgegen. Weiß nicht, ja, jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's gruselig. War mal Nacht. Ja, aber auch mal dunkel. Warte mal. Guck mal, selbst die Kürbisse sind cursed. Cooler auch schon schwarz geworden. Coole Figur, ey. Ja, ist ja gut, ich meine schon. Hallo. Enter. So. Augen zu und durch. Was ist denn das für ein Vogel da im Baum? Links. Ach, ist gar nicht ein Baum. Der ist Marke Eigenbau mit Knochen. Richtig cool. Ah. Das Ding gefällt mir auch richtig gut. Ja. Ging es hier nochmal irgendwo hin? Nee. Der Ausgang. Cursed Castle. Weiß nicht, ob ich da rein will. Ich habe das Gefühl, dass es hier ein bisschen verflucht ist alles. Sieht zumindest so aus, auch von den Farben her. Ja, das ist aber Ausgang. Ja, das ist aber eindeutig die Hexe. Oh, gehen wir mal hier rein. Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Eingang zur Witch, oder? Ne, es fehlt so weit. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist hier richtig was los hier. Ne, Quatsch, doch, ist der Eingang. Der Eingang, gell? Hier geht's runter. Ja, das ist cool, das mit der Burgmauer. Ja, kannst dann hier mit den fliegenden Schweinchen fliegen. War das so ein Wurzelmonster gerade? Das sah cool aus. Wo? Direkt beim Eingang, also wenn du jetzt einfach auf den Boden gehst und dann nochmal Richtung Eingang guckst. Ja, genau, dieses Vieh hier. Ja. Direkt genau, rechts. Das. Oh ja, tatsächlich. Gut gesehen. Siehst du, hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ja. Das sieht echt cool aus. Richtig cool. Guck mal, hier rechts ist auch was. Ich finde meine Figur, also die Figur finde ich immer so beeindruckend. Hier steht einfach überall so ganz viele kleine Mini-Builds stehen hierbei rum. Ja. Cool. Richtig cool. Ja, gut, dass wir das hier zusammen machen. Ich hätte das jetzt gar nicht so gesehen, tatsächlich. Das sieht doch nach Achterbahn aus hier. Ja, das ist der nächste Fluch. Schön, ne? Voll gut. Ja, wenn du gerade ausgehst, kannst du drüben einsteigen. Ah, wegen Wing Coaster. Ja, richtig. Okay. Mhm. Ja. Okay, alles klar. Verstanden. Ach, wie nett. Guck mal, wenn du warten musst, kannst du dich an den Tisch setzen. Ja. Ist alles gedacht. Einfach das letzte Mal hier, bevor es losgeht. Das letzte Abendmal, ja. Ah, guck, wo ist die Station ein bisschen mal an hier. Schön, schön. Da sitzt jemand. Zack, erwischt. Der ist schon ganz schön lange da. Haben wir wohl vergessen, den rauszuwerfen, was Mark so gemacht hat. Wahrscheinlich. Oder ist der verfluchte Baron, um den es hier geht? Der Baron's Curse, ja. Könnte. Ja, ich sehe schon wieder eine echt große Bahn wieder. Hast du was anderes erwartet? Ich warte noch auf die eine kurze Bahn in diesem Park. Ja. Oh, sieht cool aus, ja, der Tunnel hier. Ja. Was ist hier? Es klingt, als würden sie uns eine Geschichte erzählen wollen. Ja, es war ein Ritual oder so. Ja, kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich mag da, also die ganzen Bahnen haben tatsächlich irgendein Thema, ne? Also das ist...
Jetzt war bisher noch keine andere Bahn. Oder keine einzige Bahn ohne Thema. Wo die sind auch alle getriggert. Ja. Überall sind irgendwelche Sachen dran. Richtig, richtig gut. Mhm. Ich hätte es mal interessiert, wie lange er dafür gebraucht hat. Schreibt mal in den Kommentaren bitte. Da würde mich mal interessieren, wie lange er hier für diesen Park gebraucht hat. Also ich schätze ewig. Ja, das ist glaube ich nicht mal eben gebaut. Also mit den ganzen Triggern und allem, also das ist schon... Da ist Zeit drauf gegangen. Vor allem musst du ja auch jedes Mal die Bahn nochmal durchlaufen lassen. Passt der Trigger jetzt, ne? Das ist gar nicht so einfach. Überall die Geräusche. Also wahrscheinlich gerade am Rand des Parks, ne? Ja. Jo. Und da sind wir wieder. Oh, eine coole Fahrt. Ja, wirklich. Absolut. Das steht auf jeden Fall mal fest. So, jetzt geht's hier nämlich mal wieder los. Du weißt, warum ich wegen Ritual, weil da die ganzen Skelette sich jetzt bewegt haben. Genau da. Mhm. Ja, vielleicht ist das ja Part der Geschichte vom Fluch. Das kann viel sein, ja. Ist das hier ein Friedhof, weil das hier ist die Kirche. Mhm. Wahnsinn. Schon echt alles gut gemacht. So viel Zeug. So viel Zeug. Du brauchst ja eine ganze Stunde allein schon nur hier, um einfach nur die Sachen sich anzugucken hier in dem. Mhm. Es gibt so viel zu entdecken. Ja. Boah, wir haben bestimmt einiges auch nicht entdeckt. Aber. Naja, es ist an so vielen kleinen Minibills halt vorbeigefahren mit der Bahn. Also ja. da war schon einiges. Ja. Ja, ja. Sehen konnte. Hier die Kutsche zum Beispiel. Ja, die Kutsche, die fand ich auch cool, ja. Ja, hat mir auch gut gefallen. Mit den Spinnen da vorne dran. Ach, richtig geil. Das gefällt mir. Erinnert mich so ein bisschen an Beetlejuice. Kennt ihr den Film? Ja. Oder Nightmare Before Christmas. Auch so. Dazu passt auch gut. Ja, aber solche Kleinigkeiten sind hier überall drumherum gewesen. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie der neue ist mit Beetlejuice. Ja. Dann kommt ja eine Neuverfilmung. Uff. Ich weiß. Uff. Kann nicht viel zu sagen. Kann ich mir fast denken. ja. An sich top. Fällt mir sehr gut. Musst nur aufpassen, wenn du aussteigst, dass du keine Kerze umtrittst. Ja. Doch, standen das, da so. Das ist der Ausgang, ja. Standen ganz gefährlich da, oder was meinst du? Der stand direkt neben den Wagen. Auf der anderen Seite zum Beispiel, oder da geht's auch. Stehen so alleine da. Ja, ja. Naja, der Park ist abgesichert, der hat gute Versicherung. Ja. Ist ja alles Steinboden, hab ich alle Gedanken gemacht. Ja, eben. Sind ja überall Kerzen hier. So, dann geht's auch hier schon wieder zurück, ne? Stimmungsvoll. So. Ein schönes Lagerfeuer mit ganz schön viel. Oh, was machst du für ein Lagerfeuer? Ja, ja, okay, ich hab's auch jetzt gesehen. Das ist ein kleiner Vulkan. Exit only. Cursed House. Okay, es ist, bietet relativ wenig Mehrwert, der Name, finde ich. Ich, Darkrai! Bin gerade überlegen. Oder ich mache mir gerade Gedanken, was nochmal Cursed heißt. Verflucht. Verflucht, gell? Hm. So, verfluchtes Haus. Siehst du? Lag ich doch. War ich doch gar nicht so verkehrt.
Oh, die Lampen. So, los geht's. Dark Ride. Okay, direkt unser, los. Unser zweiter. Mhm. Und letzter. Was schade, der erste war so gut. Die Frage ist jetzt, was ist zuerst gebaut worden? Kann der hier den ersten toppen? Auf jeden Fall sehr viel Blut, sehr viel Axt, sehr viel Skelette, Mäuse. Mhm. Und Darko ist natürlich auch eine gute Option, um die Geschichte von diesem Fluch zu erzählen. Ne? Mhm. Ui. Er sieht einfach aus wie die Mittagserscheinung aus Butcher 3. Ja, kann ich ja jetzt nichts zu sagen. Ja, kann ich glaube ich beide nicht. Sehr dunkel jetzt hier. Ja, orientiert dich einfach an dem Licht von den ganzen Augen. Mach ich. Mach ich auf jeden Fall. Guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Ja. Der Höllenhund. Zwei. Zwei. Das war knapp. Was ist da oben? Guck nach oben. Der Schädel, oder? Na, okay. Totenkopf. Ui. Junge, 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 Junge. Wie sind wir hier gelandet? Ja? Und hier also, noch in einem Haus? Also wenn du gerne magst, kannst du bei uns in der Dark Ride Challenge auf jeden Fall gerne mitmachen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du mitmachen würdest. Leider kannst du das nicht damit reinbauen, weil das widerspricht den Regeln. Aber hier auch mit dem Grün und allem richtig gut gemacht. Oh, ich freue mich schon drauf. Ich bin sehr gespannt, was ihr da zaubert. Das ist, oder wir, nicht ich. Ja, also ich weiß nicht, Dark Ride ist immer so wahnsinnig beeindruckend, finde ich. Ach, hier mit der Stufe jetzt hier hoch, richtig cool. Ewig lange auch, ne? Also riesig. Ja, kleiner gibt's halt hier nicht. Klein gibt's hier nicht, ne? Oh. Oh, da kommen die Larven. Ah, ey. Das sieht ja mal. Das sieht ja mal richtig gut aus. Die Idee muss man erstmal haben. Ja. Würde mich jetzt schon interessieren, was in diesem Haus passiert. Es ist ja einfach so viel Skelette rumhängen und was das Ritual war. Speicherpunkt. Zwei Stunden schon erledigt. Oder zwei Stunden bin ich schon in dem Spiel, sagen wir mal so. Klar, der steht einfach nur da und macht nichts. Alles macht hier was, aber die Statue macht nichts. Sehr gut. Ja, Wahnsinn. Also, ja, Leben Dark Rides von, ne? Spiel mit der Erwartungshaltung. Ich fand den hier jetzt tatsächlich besser wie den. Also, der andere war auch top, aber den hier fand ich viel besser. Ja, ich fand die beide gut. Mit der anderen hat es ein bisschen besser gefallen. Der andere? Ah. Na gut, du bist ja auch kein Horrormensch. Also, du guckst ja nicht. Das ist richtig. Horror. Aber das war schon hier sehr cool gemacht. Auf jeden Fall. Okay, jetzt die Augen. Ich soll mich an die Augen orientieren. Oh Gott. Da geht's. Ja, aber es funktioniert doch. Ja, da geht's. Okay, ich mache mal gerade die Lichter an. Ich weiß, es macht die Stimmung jetzt kaputt. Ja. Guck mal, da können wir jetzt mitgehen.
noch so ein paar Hörner da dran gemacht. Oh, hier ist genauso heiß wie bei mir jetzt gerade, ey. Aber ich finde das schön hier mit dem Grünzeug, dass es hier dann zum Ausgang so rausgeht. Das passt gut, das stimmt. Jetzt hier die Treppe hoch. Okay. So, dann sind wir hier auf dem Balkon. Sind auch einfach Sachen detailliert worden, die man gar nicht sieht? Ja. Ach, der hat den Schädel in der Hand. Ah, ich hab ihn schon gefragt, wo der ist. Ja. Die Spinne ist auf jeden Fall erlegt worden. Ja. Weiß nicht, ob das irgendwas zur Geschichte halt beiträgt. Es sieht jetzt so aus, als würde das irgendwas erzählen. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Nicht? Da haben wir voll drauf geguckt. Ja. Ach, guck mal, das ist der Prinzessin Taro hier. Das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe. Ja, genau. Das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Speicherpunkt, glaube ich. Ja, das und dann habe ich auf die Uhr geguckt und deswegen nicht gesehen. Aber dass der nichts macht, da bin ich enttäuscht. Nee, wirklich ein krasser Dark Ride. Also wir würden uns sehr freuen, wenn du mitmachen würdest. Ich will dich nicht drum bitten, aber ich würde mich sehr freuen. Wir. Ach, ich spreche immer von ihr, ja, weil ich meistens die Parktouren alleine mache, deswegen. Aber wir würden uns natürlich sehr freuen. Und du bist herzlich eingeladen. So, weiter geht's hier. Hier sind wir eigentlich schon quasi durchgeflogen mit dem Wing Coaster. Mhm. So grob. Und hier ist auch nochmal ein Durchgang. Ja, wieder kommt zum man dann vom Lost Temple hier. Dschungel. Ach so, okay, weil so weit sind wir ja gar nicht gegangen, glaube ich. Oder? So. Bis hierhin und dann? Meine? Wir sind andersrum gegangen. Nee, gar nicht. Wir sind näher vor der anderen Seite. Wir sind rechts reingegangen. Ja, genau. Wir sind von der anderen Seite rein. Genau. Alter. Das sieht ja cool aus. Die war eine Richtparty. Die war eine Richtparty. Aber ein bisschen eng da drin, ne? Guck mal hier. Ein Schwert in der Hand. Ja, hier Todesreiter. Oh, clever gelöst mit dem Pferdchen. Ja, hab ich auch gedacht. Einfach irgendwie draufsetzen, sieht man gar nicht, dass da noch so ein Stab drin ist. Genau. Gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön detailliert. Guten Tag. Gut, dann waren wir da schon mal in der Ecke gewesen. Dann kommen wir auf den nächsten Platz. Was ist das? Das ist eine riesige Perle? Eine riesige Perle, ein riesiges Ritual. Vielleicht geht es doch um den Raben. Vielleicht geht es auch um den Raben. Wer weiß das schon. Der Reiber dann in den Graben. Haus Nummer 13. Komisch. Was ein Zufall, dass das einzige Haus, das eine Hausnummer hat, das ist. Dann noch die 13. Eieiei. Gruselig. Ja, aber richtig gut, ne? Also, schöner Bereich. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich glaube, der Bereich hat noch ein bisschen was für uns. Glaubst du? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch nicht waren. Hier waren wir ja auch noch nicht. ATM, Stuff Only, Toiletten. Auf jeden Fall geht's hier nochmal weiter. Hier ist nochmal ein Eingang. Reaper. Oh, hier ist ein Eingang, ne? Da ist es aber cool thematisiert. Ich weiß noch gar nicht, was das ist. Ich bin auf dem Weg am gucken. Oh, das ist aber cool thematisiert. Ja, voll gut. Richtig cool. Da sind so viele Figuren überall.
passt so gut rein, ne? Trotzdem. Ja, ich glaube, diese Schädel, die er draußen dran gemacht hat, die helfen richtig stark dabei. Ja. Es sieht von außen aus, als würden wir in diesen kleinen Schädeln drin sitzen. Ja, und dann auch hier so mit den Ketten noch runter, alles. Dann sogar hier außenrum das Fahrgeschäft nochmal mit den Steinen. Ja. Ja. Dekoriert, sag ich jetzt mal. Ja, das ist top. Wirklich sehr schön, ja. Auch so ein ganzer Bereich, einfach nur. Wow, passt doch. Für die Attraktion, ne? Richtig cool. Dann kommen wir hier direkt zur nächsten. Overgrown? Drown? Ist das ein G? Ja, gute Frage. Weiß ich jetzt nicht, aber ich kann ja gleich mal draufklicken hier. Das Fahrgeschäft. In der Schrift hat immer ein bisschen schwierig. Wenn er sie beschrieben hat. Overgrown. Ja. Ja, das ist ziemlich wortwörtlich, das, was da passiert ist. Jo. Ja, dahinter ist ja das Gehirn, das hat er einfach weggemacht. Viel gut. Mhm. Ja, das ist halt der Kern, von, oder ein Kern. Ja. Sehr, sehr schön. Auch hier mit den ganzen Lampignons, ne, passt ja auch gut rein, hat das Spiel ja selbst. Sehr viele Teile auch für den Gruselbereich. Da, mit denen man arbeiten kann. Haben wir hier wieder so einen kleinen Brunnen. Ja, warum auch nicht? Und dann Outpost. Okay, das sieht dann tatsächlich im anderen Bereich aus, ne? Ja. Ja, das sieht nach einem anderen Bereich aus. Kannst aber den Helm machen. Ja, hab ich doch schon alles gesehen. Das weiß ich nicht. Ja, doch, sehr cool. Warte mal, wieder hell. Dann können wir doch. Kann man doch besser sehen. Ich kann auch wieder hell machen. Machen wir nochmal hell. Oh Gott, ist das hell. Also hier geht's zu Pirate Bay. Hier gibt's keine zwei Achterbahnen, das ist alles nur der Wing Coaster, ne? Tatsache, ne? Ich glaube schon, ja. Ich kann mal draufklicken. Ja, ist alles der Wing Coaster. Da oben hängt der. Hab gar nicht gesehen, so mit dem Feuer. Hängt der da? Ja, Ding ist, der ist auf Stopp. Achso. Ich hab geschlossen. Ja, das war der Gruselbereich. War schon gruselig. Ordentlich groß aber auch, ne? Trotzdem. Gut, ja, auch, ja. Ja. Der Dark Ride war klasse. Wir haben alles gesehen. Wir waren auch hier mit der Kutsche. Sehr guter Bereich. Wir haben schon alles gesehen, ja. Dann gehen wir mal den Weg hier weiter. Dem Science-Fiction-Ding da. Sieht man so ein bisschen aus, ne? Ich habe gesagt, Pirate Bay versuchen wir irgendwie zum Schluss, wenn es geht, zu machen. War ich ja noch nicht. Outpost 37. Ich mag es, dass er auch einen anderen Planeten gebaut hat. Und nicht einfach nur Weltall. Der hat tatsächlich einen komplett anderen Planeten gebaut, ne? Kommt mir bekannt vor, das Konzept. Ja. Universal Studios. Fight Center. BRG. 4. BRG 4, genau. Warum 4 eigentlich nochmal? Gruppe 4. Ach ja, stimmt. Gruppe war stimmt. Gruppe 4. Schon ganz verdrängt. Da geht die Luke auf. Gut, dass die Luke da ist. Junge. Hier ist ein Raketenschiff. Oder eine Rakete eine nur. Nee, da gibt's keine. Wird gerade gebaut, würde ich sagen. Ah, ja, okay, dann braucht's doch keine. Sieht nur so aus. Hier ist auf jeden Fall einiges gebacken. Das ist auch schon. Ach nee, das war der Ausgang. Upsi. Ja, der Eingang war ja auch da irgendwo. Steht nicht. Die Musik kommt ja auch bekannt vor. Ja. Ja, ja. Das ist das was anderes. Ground, ja, Ground Patrol ist. Wo gebaut haben wir dann? Ja. Gehen wir aber mal da rein. Die Bäume gefallen mir aber sehr gut. Sind auch schön geworden. Ja, mit so Kastenbäumen kann man richtig kreativ werden. Ja. Hey, Boosterbikes. Ah, Wettrennen. Das sieht sehr nach Duellcoaster, oder? Nee, eine Bahn. Nee, ist nur eine Bahn. Ach, Tatsache. Ich dachte auch, das ist doch ein Duell. Guck mal, guck dir das mal an da vorne. Das ist noch
Eine Bahn, die einfach mit sich selber sich ein Wettrennen liefert. Tatsächlich. Wie geil ist das denn? Das ist aber eine coole Idee. Ja, diese ganzen Bahnen haben auch alle so viel Wagen. Fünf. So. Steigen wir mal ein in die gute. Ground Patrol. Wird auf jeden Fall gewurstelt. Bin mal gespannt, wie lang diese ist. Die ist bestimmt super kurz. Aber nah beieinander. Gefällt mir aber jetzt schon sehr gut. Eigentlich müsste ich ja auch nochmal dunkel machen, ne? Kann man gleich aussuchen, was für ein Licht dieser Planet hat. Jetzt wird's dunkel. Okay. Vielleicht war es mit Absicht so. Ja, kannst du die Bahn einmal beim Tag einmal nach anschauen. Die Idee finde ich cool. Den Baum finde ich cool. Ja. Ja, coole Bahn. Absolut. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Er ist im Prinzip immer zwei Routen gefahren. Ja. Welchen Baum fandst du denn cool? Hier den? Nee, rechts den. Der große bunte Baum mit den drei Kugeln dran. Ach, den da? Ja. Ja, der ist cool. Hat vier Kugeln dran. Das sind vier, okay. Den gibt's hier auch nochmal. Aber eine seltene Spezies. Der hat nur zwei Bäume davon auf dem Planeten. Ja. Meinst du, das ist der ganze Planet hier? Der war schon klein drin. Das wäre dann so ein einzelner Mond. Vielleicht. So, Ausgang. Nee, da war auch nochmal. Wo? Da. Stimmt. Ah, guck mal, da steht was. Das da gibt's auch. Ein Park-Express gibt's da. Das Ding kommt mir so bekannt vor. Moment. Meine Bauplan. Hast du das etwa auch? Ah, nee, meins sah so aus. Ja, genau. Deins hat mit zwei. Guck mal, warum hast du den nicht genommen? Vielleicht kann der Workshop nicht. Vielleicht kann der meinen Workshop nicht, das stimmt. Da ist alles bei der Bellet Higher Collection ist es nicht drin, aber bei Communiversal Collection ist es drin. Das stimmt. Ja. Park Express. So. Hier geht's auch irgendwo hin, aber hier ist Ende, ne? Ja, ne, da geht's um die Brücke. Warte mal. Irgendwie müssen wir nach unten zum Flight Center kommen, ne? Ja, ich weiß. Ich hab's im Kopf. Dennoch will ich wissen, wo es jetzt hier erstmal lang geht. Ist das vielleicht der Ausgang von der Patrouille? Pirate Bay. Nee. Hier kommt man auf jeden Fall zur Pirateninsel. Outpost. Okay. Aber hier das Raumschiff ist cool. Es sind zwei Chips drin. Ich glaube, das ist ein. Das ist ein Base Game Blueprint? Das kommt mir so bekannt vor. Oh, das sind Raumschiffteile. Das sind Einzelteile jetzt. Also. Okay, ja gut. Weiß nicht, ob das ein Blueprint ist. Kann auch sein, dass ich wechsle. Es gibt so viele Raumschiffe als Blueprints. Also kann auch sein, dass selbst gebaut ist. Der Brunnen gefällt mir auch sehr gut. Ja. Hat so diesen Science-Fiction-Stil mit diesen Ecken, ne? Ja, genau. Oh, da mal hier drin.
Sehr geil. Lustig. So, wie kommen wir denn jetzt hier? Da muss ja dann hier am Anfang sein, der Eingang. Vielleicht haben wir noch eben übersehen, als dass man schon durch diese Tür da reingeht und dann halt irgendwo abbiegt. Oder das, das kann auch sein. Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Ja. Ja, ja. Auch nicht schlecht. Voll übersehen. Testflight. Dann fahren wir doch mal mit dem Test. Ja, Testflug, das klingt nach einem. Ja, ich da möchte ich auf jeden Fall einsteigen. Ich bin guter Dinge. Klingt nach einem Lounge irgendwie. Klingt nach einem Lounge, ja. Wird sich sehr anbieten, ja. Mal gucken. Ich habe zumindest noch nie eine Rakete gesehen, die mit einem Lift ins Weltall geschossen wurde. Och nö, echt jetzt. Ja. Hab ich schon gesehen, gab schon alles. Du hast das schon gesehen? Ja. Wo denn? In meine Falle. Ach so. Oh, Entschuldigung. Oi. Ah, so ein Kinder-Car-Feeling. Passt aber gut ins Setting. Oder heben wir richtig ab? Hä? Okay. Ach so. Ah, Piratenthema. Deswegen. Ich war gerade überrascht. Wegen den Totenköpfen und allem da oben auf dem Kopf. Auf der Spitze, das sah ein bisschen komisch aus. Große, große Achterbahn. Finde ich aber auch wirklich gut. Das ist meistens so ein bisschen mein Problem mit diesem Achterbahn-Stil, sag ich mal. Dass einfach nur einmal hochgeschossen wird und dann direkt vorbei ist. Finde ich eigentlich gut, dass die noch ein bisschen weitergeht. Na, die Bremse kennst du doch. Ja, die hab ich gebaut. Ja, war noch ein schöner Testflug. Ja, wir haben ihn überstanden. Wir haben ihn überstanden. Hier ist alles die Wartungshalle. Ja. Eindeutig Treibstoff. Hier der Brunnen, der muss irgendwo da vorne auf dem Weg. Ja, der ist ja schon echt schön, ja. Voll cool. Was haben wir denn hier? So ein Solarsegel oder so. Irgendwie sowas, ne? Würde ich jetzt auch sagen. Ach du lieber Gott. Hast du es eben nicht gesehen? Nein. Diese riesige Achterbahn? Das Raumschiff habe ich nicht gesehen. Nein, tatsächlich nicht. Ach du lieber Gott. Habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Ich frage mich nur gerade, was das hier ist. Zur Sicherheit. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Freefall Tower, oder nicht? Nee, das gehört zur Achterbahn. Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt mal gerade gar nicht. Das gehört zur Achterbahn. Noch nie gesehen. Ich habe auch nie drauf geachtet, aber scheint so. Fahrstuhl, sag ich ja. Soll ein Fahrstuhl sein, aber. Finde ich gut. Testfly? Ich hätte diesen Fahrstuhl auch einfach gerne unabhängig von der Achterbahn. Es ist derselbe Bahntyp. Wie geht das? Müsste mir einer erklären. Ich, keine Ahnung. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt nicht, ob das tatsächlich zur Achterbahn dazugehört. Naja, wenn du es anklicken kannst, ne?
Ja, müsste ja dann, ne? Deswegen. Jo, dann flitzt die hier nochmal lang, gell? Auch wieder durch das ganze Gebiet. Und das war schon hier der Bereich. Du hast es wirklich erfolgreich geschafft, einmal im Kreis um den Piratenbereich rumzulaufen. Voll gut, gell? Sind echt drumherum gelaufen, ne? Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Muss ich aber kurz mal gucken. Was das hier ist. Oh, das ist der Dark Ride, oder? War das der Dark Ride? Na, oder die Achterbahn? Nee, war der Dark Ride tatsächlich. Das war der Dark Ride, ja, genau. Ja. Forgotten Temple. Okay, gut. Dann haben wir das auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt, fliegen quasi jetzt so ein bisschen, weil wir haben jetzt schon 2:11 und wir wollen Temos Adventure Park natürlich nicht träumen. Deswegen wollen wir hier auch mal jetzt in Pirate Bay gehen und ja, uns die Piratenwelt angucken. Ich würde aber sagen, ich laufe einfach mal hier so lang. Das ist eine gute Idee. So. Da ist ein Tower. Der Torture Tower. Ich fand die Pranger jetzt gerade hier ein bisschen cool mit den, ja, stimmt, mit, ja, den Leuten da drin. Ja, ist cool gemacht. Torture Tower. So, wir waren da im Gefängnis. Das ist echt eine schöne Idee. Ja. Richtig schönes Gebäude auch. Das ist ein komplettes Gefängnis, ne? Jo, ist auch ganz schön gut abgesichert, wenn ich mir so anschaue. Jo. Ganzen Kanonen auf jeden Fall. Was sind das? 16 Kanonen oder so? 3, 6, warte mal, 7, 14. 14, naja, ist ordentlich. Nee, warte mal, 4, 8, 16. Hast recht, 16. Ja, da bricht es nicht so schnell aus. Nö. Gut, muss natürlich auch noch treffen, ne? Ja, gut. Hast du ja genug, hast du genug Versuche. Ja. Ist auch wieder viel zu sehen, ne? Ich glaube auch der größte Bereich, glaube ich. Ja, sah eben so aus. Lake Tour. Eine Tour. Booten, ja. Fliegen eine Bootsfahrt, ja? Die ist lustig. Würde bestimmt irgendwas geheimt sein, wahrscheinlich. Ja, meinst du? Okay. Wenn wir uns in der Nähe von den Booten aufhalten, müssen wir das ja mitkriegen. Tja, das ist der erste. Da hinten ist auf jeden Fall schon Action. Ah, gut, das ist halt das Blöde jetzt. Ich hasse diese Bootstouren, weil du immer dann die richtige Kamera erstmal suchen musst. Das ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Schiff. Ja. Mit Leben drinne. So, jetzt weiß ich nicht, welcher Boot hier der erste ist. Das ist ja das, ne? Das müsste der hier sein. Müsste der sein, ja. Ja. Nehmen wir den mit. Dann fahren wir doch mit. Dann wird es doch eine längere Parktour. Ich spule mal ein bisschen vor. Hin und wieder. So, wir, oh, passiert halt, wenn die Parks zu groß sind. Das stimmt. War wirklich schön hier auch, ne? Ist das Boot nicht ein bisschen hoch? Ist das nicht was tiefer? Ist ein bisschen hoch, ja. Da kommt das Monster und holt sich das Schiff. Ich habe schon was gesehen. Ist schon gespoilert? Ja. Verrate ich aber nicht. Okay.
Tja, schwer zu sagen halt, ne, ob hier noch was passiert jetzt. Ja, irgendwie nicht. Nee, nicht so wirklich. Ich hab schon keinen Bock mehr. Mein Hirn ist nicht mehr da. Ah. Warte mal hier. Hier muss aber was passieren. Das ist tatsächlich einfach nur... Okay. Ui. Oh, es schießt alles hier. Nur wegen der Achterbahn. Es ist groß viel los. Ich finde so selbstgebaute Schiffe unfassbar beeindruckend. Ja, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Blueprint. Ich finde es trotzdem beeindruckend. Das kommt mir sehr bekannt vor. Wie viele Richtungen du da die diese Holzplanken drehen musst, ja, um diese Form zu bekommen, ist einfach... Ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, Arbeit halt, ne? Ja, kenne ich nicht. Ja, hier kann man nochmal einen Trigger. So. Die Frage ist, kam das jetzt von der Achterbahn oder von dem Ding hier? Das weiß ich nicht. Ja, wir schon fast auf die Achterbahn tippen. Hoffen. Ist ja wirklich so eine, ja, Lake-Tour ist eigentlich sehr passend. So, da ist hier die Eingänge. Hier wurde die Station. Dann ist hier der Ausgang. Das ist naheliegend. Und das ist wieder irgendein anderer Eingang. Pirate Hunt. Also die Namen, habe ich das Gefühl, habe ich schon mal gelesen. So ähnlich. Nur ja, mit Drachen. Ja. Dragonhunt, ja. Oh, ein Typhoon Coaster. War noch Typhoon, ne? Bevor mir nachher wieder irgendeiner sagt, ich will... Ach nein, das ist doch so ein Coaster. Na, wo steht er denn hier? Das ist ein Typhoon Barcast, ne? Ja, Forest. Ja. Pirate Hunt. Let's go. Was hatten wir jetzt? Sind wir jetzt Pirates und Hunten oder Hunten wir Pirates? I don't know. Ja, wobei, da waren doch so Rotröcke in der Station. Ich glaube, daher hunten wir eher die Pirates. Ui. Okay. Kriegt man so gar nicht mit. Den Drop. Ich finde die Schienenfarbe echt cool. Die ist cool, ja. Hier ist auf jeden Fall hier einiges los. Mhm. Das sind die Kanoneneinschläge dann, ne? Das war das, was ich gesehen hatte bei der Bootstour. Hab schon mal ein bisschen anderes gehofft. Okay. Ich muss aber mal ein Soundbuddel machen. Mal kein Launch bei dem Coaster. Sehr interessant. Ah ne, das war der gar nicht, oder? Doch, da kannst du auch Launches machen, ne? Damit kann man auch Launch machen, ja. Ich glaube, das Ding kann fast alles. Ich glaube, das kann wirklich alles. Hier kommt man so an allen Bereichen quasi vorbei, gell? Im Prinzip ist das so ein bisschen... Ja, wie andere Parks aufgebaut sind. Das ist einfach so ein Weg um den ganzen See rum. Ja, hier ist Northland. Und alle Bahnen in dem Bereich fahren halt über den See rüber. Ja. Ui. Ui. Rocktopus. Ja, das ist passend. Ja, cool gemacht. Mhm. Ich vermisse den Okti im Heidepark. Ja, ich auch. Der war so cool. Der hat so viel Spaß gemacht. So, da sind wir hier ein paar Shops. Ein kleiner Brunnen. Wie fast in jedem Bereich ein Brunnen. Ja, Brunnen kannst du aber nichts. Machst du nichts verkehrt mit, ne? Ist da eine Bahn? Ja. Okay. Achso, das ist. Achso, verstehe. Das sind, okay, glaube ich, viel zu viele Bahnen. Ah, ne, das hat ein Problem. Gabut. Kaputt. Black Mouse. Was hat der Eingang jetzt hierzu, oder was?
Oh, eine wilde Maus, ne? Ist der Ausgang. Ja. Also ja zum Ausgang. Oh, oh, Entschuldigung. Ich spiele. Hat ja keiner mit rechnen können, dass es ein großer Park ist. Nee, absolut keiner. Black Mouse. Ist ja fast erst 11. Ja, ist gar kein Problem. Ja, gleich noch Valorant gezockt. Es sind 11 haben wir. In 7 Stunden steht Besuch vor meiner Tür. Da kann 7 Stunden muss ich aufstehen. Ja, sprich, müsste dann auch wach sein, ja. Ach so. Stimmt, ihr seid ja moin nicht da. Ja. So schaut's aus. Ja. Pech, ne? Dann zieh ich noch die Parktour ein bisschen in die Länge. Ein schönes Stationgebäude. Bin sehr gespannt. Komm wieder zurück. Eine wilde Maus. Ja. Wäre jetzt nicht mein erster Gedanke beim Piratenthema. Aber passt ja auch irgendwie. Nein, ich spule nicht vor. Ich hab doch gar nichts gesagt, ey. Was ist denn los mit dir? Immer werde ich gemobbt hier, Schweinerei. Ja. 9 von 10 finden Mobbing toll, weißt du doch. Ja, du gehörst dazu. Nein. Das stimmt überhaupt nicht. Du wolltest eigentlich nicht, dass du hier nachher wieder irgendwas. Du wolltest offiziell entschuldigen, hast du mir gesagt. Wo, was hab ich? Ja, da warst du, ja. War halt ein Tag, wo du nicht anwesend warst, okay. Achso, jetzt überlegt er jetzt. Moment, wenn wir gespielt haben, habe ich gesagt, ich habe mich gemobbt gefühlt. Da hast gesagt, dann muss ich mich ja wohl entschuldigen öffentlich. Ich so, ja. Kann ich mich absolut nicht mehr dran erinnern. Da bin ich ja, bei einem Tag nicht dabei und da passiert richtig viel Drama. Was ist denn da los? Ja, das ist vor der Tag, wo er so fertig war. Kann ich mich nicht dran erinnern. War auf jeden Fall eine sehr, sehr thematisierte, schöne Fahrt. Ja, ich möchte das auch mal anmerken. Also, dafür ist so, also, es ist echt gut thematisiert. Ja, es ist eine wilde Maus. Viel zu sehen, ja. Ich fand die irgendwie trotzdem ziemlich zügig hier durchgerast, aber ach du lieber Gott, das ist eine richtige Burg. Hast du sie mitgekriegt? Ich fand die richtig cool. Ja, die war echt cool. Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Ich würde sie wahrscheinlich privat jetzt nicht fahren, aber das liegt weniger daran, dass ich die schlecht finde, sondern mehr daran, dass ich einfach wilde Mäuse unangenehm finde. Ja, so eine wilde Maus bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Nee, die sind immer so unthematisiert. Ist ja meistens so gefühlt der Sinn von der Maus, ne? Dass du halt recht günstig auf kleinem Platz viel Strecke hast. Aber macht natürlich wenig Sinn, dein Geld für die Thematisierung auszugeben. Aber hier die Bahn war auch schon wieder recht lang, ne? Das ist wahr. So ein bisschen gehofft, ne? Natürlich so eine wilde Maus. Aber meistens klein, ne? Aber nicht hier. Hier gibt's nichts Kleines. Hier ist alles groß. Kleines. Hier ist alles riesig. Ship. Das ist so komplett gegen das, wie ich normalerweise baue, ne? Ich glaube, ich habe nie irgendwas so Riesiges gebaut. Excellent. Das sind auch, glaube ich, wirklich die einzigen Erfolge, die ich in diesem Spiel noch nicht freigeschaltet habe, sind die Sachen mit möglichst hoch und möglichst schnell. Die Brücke ist ein Land. Oh. Ist auch ein bisschen was gebaut worden auf dem Schiff. Ja. Oh. Sehr, sehr schick. Shipwreck. Das klingt doch danach ein bisschen. Schiffswrack. Ziemlich viel. Zicke, zacke, zicke, zacke. Oh, so müde seid ihr schon. Hoi, hoi, nee, hoi. Ich wollte jetzt kein Heu machen. Ich war kurz davor, ich sagte so, nein, einfach mach einfach. Nein, dem gönnst du das jetzt nicht. Ja. Ich hab's verstanden. Nachdem du mich so auflaufen lassen hast, jetzt eben, hab ich keinen Bock drüber. Ja. Weißt du, was das Lustige ist? Dass du dich dran erinnern kannst, ich weiß. Nein. Dass ihr nicht sehen könnt, was ich hier gerade vor der Kamera mache. Kannst du vorspulen. Ich habe nichts gemacht.
So, wir spulen das hier aber vor. Denn hier geht's jetzt weiter. Nochmal einen schönen Blick hier auf den Area-Bereich. Das ist cool. Das erinnert mich auch irgendwo an irgendwas. Eine Krake. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde, das sieht cooler aus als die Krake. Ja, die Krake sieht auch gut aus. Ein bisschen zu kurz. Ja. Das weiß ganze kein Mensch. Ganze 37 Sekunden. Ja, das weiß kein Mensch. Was, warum das... War das ein... Weiß gar nicht, Oktopus? Als waren das? Pelz? Ich habe das nicht gezählt, weil wie viele das waren. Nein, wo wir durchgefahren sind, das sah aus wie ein Oktopus. Achso, du meinst die einzelnen Tentakel. Nein, da war ein Berg, wo wir durchgefahren sind, das sah aus wie ein Gesicht. Sah auf jeden Fall komisch aus, ja. Wir gehen gucken. Guck. Wo ist es? Links. Da. Sollte eine Krake darstellen, eventuell? Maybe. Ein bisschen Fantasie. Na gut, das sind Totenköpfe, ne? Ja. Ich dachte zuerst, weiß ich nicht, ja. Nee, es waren keine. Nee, ne? Aber es sah aus wie so zwei Augen so bei der Fahrt. Ich dachte so, okay. Da wäre eine Fahrt vielleicht. Ja, ich sehe, was du gesehen hast. Ja, von hier weiten könnte man meinen, das wäre irgendwie so ein Ungeheuer, ne? Richtig, richtig. Das stimmt schon. Aber hier ist alles auf dem See hier, ne? Finde ich die Stadt. Ja. Es ist richtig viel los. Sehr interessant. So, dann ist hier der Ausgang. Ja, war auch eine wieder schöne Fahrt. Ja, absolut. Ich muss aber sagen, die war tatsächlich nicht lang. Verhältnismäßig zu der anderen, ja. Also, die war nicht lang. Das könnte die kürzeste Bahn im Park sein. Das könnte sie sein. Wir haben sie gefunden. Wahrscheinlich die letzte Fahrt, oder? Die letzte. Kürzeste Fahrt im Park ist immer so einen halben Kilometer. Kann sein, dass ich irgendwo geschlafen habe, aber mir fehlt eine. Boah. Kommt schon mal vor. Ja, wir können ja notfalls nochmal die Liste durchgehen, welche Bahnen es alle gibt, ob wir alle gesehen haben. Wir können auch einfach drüber gucken. Ich muss jetzt sowieso noch dunkel einschalten. Ja. Das ist auf jeden Fall der Express da oben. Der Express. Ist halt die Frage, ob man den auch fahren muss, ne? Weiß halt nicht. Also auf jeden Fall stängelt er sich, glaube ich, überall ganz gut durch. Ja, und der ist über den ganzen Park fährt er, ja. Ja, also ist halt irgendwie nicht nur am Rand oder so, da ist so mittendrin. Genau. Hier ist hier auch noch ein Weg. Ja, Ausgang von der Schiffsschaukel, oder? Der Ausgang. Nee, ist der Eingang. Eingang. Ah, okay. Alles auch schön eingepackt, wie es riecht. Schon, ne? Ja, voll cool. Schönes Bild. Ja. Hi, Happen. Ah, mit dem Schiff richtig cool gemacht, ja. Voll cool, gefällt mir richtig gut. Tipptopp, abgenommen. Abgenommen. TÜV-Stempel drauf. Das erinnert mich so ein bisschen an Waterworld. Kann nie viel zu sagen. Ja, ich auch nicht. Ich aber. Ja, du hast Bilder geschickt, aber ich habe den Film trotzdem noch nicht gesehen. Kann ich nur empfehlen, richtig cool. Kann ich nur empfehlen, mit Kevin Costner. In jungen Jahren. Wer ist Kevin Costner? So, da haben wir hier noch einen Turm. Ein Turm? Ja, sieht. Ein Leuchtturm. Sieht von außen Leuchtturm, ja. Ich
Irgendwie eine schöne Szene. Ja, finde ich auch. Und die, übrigens, hier ist übrigens die Dragon Hunt, ne? Ah ja. Ist ja wirklich einmal im Kreis gelaufen. Also so eine Spirale irgendwie. Irgendwie so, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwas kommt. Auf jeden Fall hier war die wilde Maus. Das ist die Achterbahn. Ich meine, es waren halt 3 Achterbahnen im einen Bereich. Das ist ja schon recht viel. Ja. Das auf jeden Fall. Kann schon sein, dass wir durch sind. Aber nee. Weil was ist denn da oben auf dem Berg noch? Ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht durch. Tatsächlich fehlt uns noch hier was. Und zwar in dem Medieval World. Das kleine Schlösschen hier. Ja. Das ist tatsächlich noch eine Attraktion. Dragonstone. Oh, den haben wir am Anfang übersehen, ne? Ne, da sind wir gar nicht hin. Aber Dragon ist doch aus dem Fantasy-Bereich gewesen. Das ja, Medieval World, ja genau. Jetzt pass auf, jetzt ist hier noch eine Achterbahn. Das sieht so aus. Sehr gespannt, sehr gespannt. Jawoll! Ja, das ist dann die eine Achterbahn, die uns fehlt. Dann haben wir alle. Ja, passt das doch. Sagt wer? Sag ich, wenn jetzt... Die schlechteste sagt das. Den Oldtimer mitnimmst, wenn du die 2 Dark Rides mitnimmst. Ein Dark Ride fehlt ja, nicht, sind 3, oder nicht? Ich meine, es waren 2. Das könnte auch sehr okay sein. Das kam uns unerwartet. Das kam sehr unerwartet und von der Bahn siehst du auch von außen gar nichts. Okay, das ist einfach so ein Beschleuniger aus dem Nichts. Ja, zumindest nicht viel, ne? Verhältnismäßig. Na ja, klar, wenn sich alles im Berg ab befindet, dann sieht man ja natürlich nicht viel. Ne? Aber ich zeig dir gleich, warum wir die Bahn jetzt tatsächlich nicht mitgenommen haben. Zeig ich dir gleich, warum. Ja, hast du noch einen Überblick? Mhm. Bisschen noch, ja. Nee, eigentlich schon. Aber da sind wir wieder, ne? Schöne lange Bahn. Mhm. Da ist ein Drache. Mit ja, kann ja keine Drachenbahn ohne Drache, das geht ja nicht. Eingekettet. Aber ganz schön wilde Fahrt. Ja, schon. Dann drehen wir mal direkt mal um. Schnell wieder zurück. Da haben wir den eingeketteten Drachen. Jo, der ist fixiert. Der ist fixiert und brennt. Er hat sich gewehrt. Hat sich gewehrt. Kann man auch so sehen. Ja, da lagen 2 Skelette im Feuer. Oh. Dann kommst du hier raus auf den Podest. Sehr schön. Sehr schön. Auch wieder einen schönen Blick. Jo. Warum haben wir den jetzt übersehen? Weil... Oder halt nicht übersehen. Ja, wir sind halt nicht hier lang. Ja, das ist logisch. Wir sind hier die Treppe nicht hoch. Ja gut, das ist ja irgendwie selbsterklärend. Wir sind hier einmal im Kreis rum. Wenn du dich noch dran erinnern kannst, dann ist hier dieses Karussell und dann sind wir hier lang. Ah, ja, okay. Und haben dann mit Dragon Scout... Haben wir angefangen. Das war der Kiddie Coaster. Ja, ja, ja. Deswegen sind wir da nicht lang. Guck mal, vergisst mal einen Weg und dann ist direkt ein ganzer Achterbahn dabei. Krass, ne? Ja, in dem Park wimmelt es ja auch so von Achterbahn. Und hier? Waren wir auch noch nicht. Nö. Also nicht wirklich. Ist lang gefahren. Ach, guck mal, gibt's noch Teacups? Ja. Wunderbar. Oh, schönes Fleckchen hier, finde ich. Ja, so ein kleines Dorf, Stadt-Ding, ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, klar, natürlich kann man hier hinten nochmal was abklatschen. Ja, ja, da fehlt wirklich nicht viel. Magic Cups. Schön, reicht ja auch schon hier alles. Ja.
Aber mir gefällt. Ja. Mir auch. So, jetzt sind wir aber ja hier hoch. Und dann sind wir ja da in den Eingang rein noch. Weil das müssen wir jetzt noch kurz zeigen. Okay, Exit only. Das war's schon. Den Exit wolltest du mir noch zeigen, ne? Ist das hier vom Planet Coaster ein Schild? Das ist riesig. Anpassbares Schild. Ja, das riesig ist so eher ein Punkt dafür, dass es vom Planet Coaster ist. Ja. Ich hab's aber, glaube ich, auch noch nie gesehen. So. Aber es ist cool, wenn man einfach keinen Text reinschreibt. Das ist ein Spiegel. Beleuchtet, anpassbares Schild. Das ist ja mit so einem riesen Spiegel. Ja, was weiß ich denn? Anpassbares Schild. Ja, das sind ein paar. Ach, guck mal, in der letzten, zweiten Reihe. Doch, hier. Ja. Ach, krass. Naja, guck mal, siehst du. Er muss diese Standardteile echt ein bisschen häufiger nutzen. Aber ist doch riesig, ey. Das ist, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Interessant, interessant. Was haben wir denn hier oben eigentlich noch? Das ist die Q-Line. Ja, ja, das ist die Q-Line. Okay. Und das war die Q-Line, ja. Okay. Ich glaube, ich denke. Die Strichliste sagt's auch. Ich schalte mal um. Schauen wir das ganze Ding hier mal ein bisschen bei Dunkelheit an. Also hier auch schön beleuchtet. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es mehr, also greller ist. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, tatsächlich. Da waren so viele Lampen überall. Aber so geht's ja eigentlich. Ja. Oh. Ach ja. Ach ja. Guck mal, passend. Ja, es ist überall irgendwas getriggert. Das ist Wahnsinn. Das ist echt krass. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Park. Ich finde das dezente beleuchtet hier auch cool. War auch eine sehr, sehr schöne Fahrt, die Holzachterbahn. Ja, es war eigentlich war nichts wirklich schlecht an dem Park. Nö, nicht wirklich. Der Mine Train war übelst lang halt. Ja, das haben die so an sich. Das war auch schön thematisiert. Die Wildwasserbahn. Der Gruselbereich hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ja, fand ich auch. Wirklich ein sehr, sehr schöner, aber auch ein sehr, sehr großer Park. Gerne auch mal etwas kleiner. Ja. Hätten wir auch nichts gegen. Und jetzt muss ich aber, weil wir eh sowieso noch im Dunkeln sind hier, mal kurz hier reingucken. Okay, ist dunkel. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum du genau diese Höhle jetzt sehen wolltest. Naja, wegen dem Dingensen Train hier. Da geht's auch nochmal durch den Tunnel. Und nein. Bloß nichts verpassen hier. Ja. Station gucke ich mir jetzt nicht an. Das fährt hier einfach geradeaus durch. Dann hier durch. Der fährt nicht durch die Mine durch. Der fährt einmal hier außen rum. Dann da durch. Gut, hier ist natürlich dann was, ne? Ja, ja, logisch. Ja, logisch. Das war schön integriert. Ja, das schon. Auf jeden Fall. So, dann geht er hier einmal rum. Da ist die Station. Und ich würde sagen, nein, wir haben nichts verpasst. Oh, da ist noch ein Tunnel. Da warst du schon drin. War ich schon hier drin? Ja, nur von der anderen Seite. Ach so. Okay. Deswegen aber du hast noch nicht von der Seite gesehen. Ja. Ja, Druckluft, Detlef. Ja, vielen Dank für deine Bewerbung. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du bei der Challenge mitmachen würdest. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Bisher hat sich eingeladen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Konkurrenz für unsere Challenge, damit sich die anderen auch so wirklich ins Zeug legen. Es geht ja um was, ne? Also gibt einen wunderschönen Pokal. Also schöner wird er nicht mehr. ja, vielen Dank für die Parktour, vielen Dank fürs so lange Aushalten.
ja, wie schon am Anfang erwähnt, lasst doch gerne einen Daumen da, abonniert diesen Kanal. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Schön gesagt. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welten hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von